Weltcup-Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüle bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickersaufenbach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Und der nächste, let's bring. Hopp. Hop. Aktiv. Kickersaufenbach. Hermann Nuber erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, es liegt 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickersaufenbach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen.
vor allen Dingen die erste drei sich. Hop. Von den nächsten Let's bring. Hop. 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 Vor dem Abgang. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in Anfang gespielt. Kickers auf den Bach, zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir auch sehen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hop. 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 Und der nächste, let's bring. Hop. Hop. Aktiv. Kick es auf. Herr Manuva erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, geschieht 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen.
Hop. Hop. Und der nächste, let's bring. Hop. Hop. Und dann sagen wir herzlich willkommen zum Heimspiel. Der OFC spielt heute gegen den TSV Steinbach-Haiger. Ein ganz, ganz, ganz bitteres Hinspiel war das, Tim. Du erinnerst dich, warst du da dabei? Und wenn ich Tim sage, sag erstmal hallo und herzlich willkommen in einer ganz neuen Rolle heute. Und in einer nicht so üblichen Rolle für dich. Und zwar als Co-Kommentator. Ich freue mich sehr, das heute mit dir kommentieren zu dürfen. Ja, Marius, danke. Ich freue mich auch. Beim Spiel in Steinbach war ich nicht dabei. Ich habe am TV oder am Laptop in dem Fall mitgelitten und ich weiß aber, worauf du jetzt gerade eben angespielt hast. Ich sitze heute hier, weil der Kasper, den grüßen wir jetzt mal ganz, also den Kasper grüßen wir, oder? Den grüßen wir, hallo Kasper. Und wir freuen uns auf das Spiel heute gegen TSV Steinbach-Haiger. Ja, im Hinspiel war das eine ganz bittere 3:2 Niederlage. Wir erinnern uns nicht gerne daran, aber heute kann ja alles besser werden. Für die ist noch alles drin, für die ist Steinbach-Haiger, deswegen werden sie sich auch anstrengen und bemühen. Ganz klar, es ist möglich sogar das Double zu holen für sie, sind ja auch im Pokalfinale, im Hessen-Pokal. Aber vielleicht schaffen wir es ja mit einer schönen Leistung nach längerer Zeit, ohne wirklich schöne Leistung, denen ein kleines Steinchen in den Weg zu legen. Und zwar mit dieser Startelf. Wir schauen mal drauf, der OFC wird so auflaufen, wieder einige Veränderungen in der Startelf des Trainers Alfred Kaminski. Ich fange aber an mit Maxi Engel im Tor. Dann hinten unser Kapitän heute, Ronny Marcos, denn Sebastian Zieniecki ist durch seine gelbe Karte gesperrt. In der Innenverteidigung dann Maximilian Rossmann und Jakob Zitzelsberger, der es sehr gut in der Zentrale im letzten Spiel gegen Ulm gemacht hat. Einer der besten Männer auf dem Platz für mich, heute aber wieder in der Innenverteidigung. Dann über rechts Vincent Moreno, davor dann die Doppel-6 Björn Jopek und Mike Vetter als kreativer Kopf auf der 10. Christian Derflinger, über links dann Damian Balic mal vor Beginn an und über rechts Lukas Hermes. Und die sollen ihn bedienen, da vorne drin Philipp Hosiner, der so ein schönes Tor gegen FSV Frankfurt gemacht hat in der zweiten Minute. Hat mich extrem für ihn gefreut, das war wirklich auch herausragend gemacht, oder? Ja, das hat er super gemacht, das hat uns alle gefreut. Ich stand bei dem Spiel im Fanblock, ausnahmsweise mal, weil wir ja da mit kleinem Besteck, sage ich mal, übertragen haben, beziehungsweise nicht übertragen haben, sondern das dann im Real Life nur gesendet haben. Hat er super gemacht und ja, mich freut, dass Alfred Kaminski seine Ankündigung aus der Pressekonferenz wahrgemacht hat und jetzt zumindest auch mal jemand aus der U19 hier in die Startformation gestellt hat, in Balic. Ja, definitiv. U21, meintest du natürlich. Ne, Damian, da kommt dann eigentlich U19, hast du gesagt? Ja, 19 oder 21, mein Gott. Hauptsache Italien, ne? Und wir haben natürlich auch noch einen Gegner. Wir schauen mal auf die erste Elf. Der ist TSV Steinbach-Haiger. Danke nochmal an den Kollegen hier von Steinbach, Sven Firmenich, der uns auch ein bisschen geholfen hat mit der Formation. Ibrahim im Tor, Sascha Strujic auf der linken Seite in der Verteidigung, über rechts dann Kircher und in der Zentrale Langesberg und ein bekannter Name, Benny Kirchhoff. Davor dann im 4-1-4-1 auf der einzigen 6 Sören Eismann, der auch schon, ja, Otto und Sven Firmenich in den letzten Zügen seiner Karriere ist. Heute spielt er aber natürlich auch nochmal. Dann über links Singer in der Zentrale, Paul Stock als Kapitän und Gianluca Korte und über rechts hier leider ein kleiner Mini-Tippfehler, aber wir kennen ihn unter dem richtigen Namen Serkan Firat, lange auch für unseren OFC gespielt. Jetzt ist er bei Steinbach-Haiger und wird also über die rechte Seite wirbeln. Den müssen wir in den Griff kriegen, Serkan. Und vorne drin Arif Güçlü, der uns ganz weh getan hat im Hinspiel. Hat nämlich auch, glaube das 3:2 war es, geschossen. Und ja, das ist also die Startelf. Und ich lese einfach nochmal die Ersatzbänke vor. Michael Zadach haben wir noch nachzulegen. Als Ersatztorwart dann Rafa Garcia, Mike Feigenspahn und Semih Šarić. Außerdem Dominik Wanner wieder mit dabei im Kader. Noah Vuko aus der U19, Almin Mesanovic ist mit dabei, Dino Kurbegovic und Julian Albrecht. Also viele, viele Youngsters zum Nachlegen und auch noch einiges an Erfahrung, auch an der Bank. Also ordentlich was nachzulegen. Und ich sehe gerade unten an der Ersatzbank, vielleicht können wir ganz kurz zu Jason schalten, aber er hat es, glaube ich, gar nicht auf dem Bild. Da sind nämlich unsere, ja,
verletzten Spieler, leider, mit Jos Meyerhose und auch mit Jason Breitenbach. David Richter auch noch verletzt. Außerdem fehlt Jelinecki gesperrt. Aber wir haben ja einen breit genugen Kader, um das alles zu kompensieren. Und ich bin wirklich gespannt, wie die Startelf es heute machen wird. Ja, es wurde ja so viel geredet im Vorfeld und die ganze Zeit schon. Es ist so, wie es ist. Wir haben eine, entschuldige, wenn ich das jetzt so sage, wir haben eine schlechte Rückrunde gespielt, ganz einfach. Und ich weiß nicht, was hier heute los wäre, wenn wir vielleicht noch vorne dran wären, wenn wir dann in Ulm möglicherweise einen Punkt oder sogar alle drei geholt hätten. Wenn es heute um die Tabellenführung ging, ich glaube, dann hätten wir hier deutlich über 10.000 Zuschauer. Es ist nicht so. Aber was du vorhin angedeutet hast, das wollen wir natürlich auf jeden Fall. Wir wollen das hier sportlich spielen heute. Wir wollen keine Wettbewerbsverzerrung machen. Wir wollen hier nicht unsere zweite Mannschaft spielen lassen, sondern es geht für Steinbach heute um deutlich mehr als für den OFC, das ist klar. Aber wir wollen sie sportlich fordern, glaube ich. Definitiv, sehr gute Einschätzung von dir. Es gilt jetzt einfach mit Anstand, diese Saison zu Ende zu bringen. Definitiv, und dafür müssen wir wieder besser in die Spur kommen. So, und dann haben wir noch unseren Trainer. Aber das ist heute nicht das Einzige an einem Wochenende an tollem Fußball, den ihr sehen könnt. Wir haben morgen zwei auch ganz besondere Spiele für euch. Und zwar spielt unsere erste Frauenmannschaft zu Hause um 14 Uhr am Sana Sportpark gegen den SV Hegnach. Ein absolutes Spitzenspiel der Regionalliga. Vierter gegen Zweiter. Unsere Frauen haben unter der Woche 2:0 gegen die, ja, andere Mainseite gewonnen. Ne, gegen die SG von der falschen Mainseite, du sagst es. Das ist das dritte Jahr Regionalliga für unsere Frauenmannschaft und das mit sehr überschaubaren finanziellen Mitteln. Fünftes Jahr von Jo Munkelt auf der Trainerbank. Das ist mal eine Ansage. Also morgen um 14 Uhr, das ist das erste Spiel, was ihr euch ansehen müsst am Wiener Ring. Und es ist etwas überlappend leider, aber um 15 Uhr startet unsere zweite Mannschaft. Gerade schon ein bisschen angesprochen, haben wir auch heute zwei mit dabei oben. Die spielt nämlich um 15 Uhr um den Aufstieg. Wenn sie morgen gewinnen gegen den Derby-Nachbar gegen VfB Offenbach. Die sind ja hier gerade mal Luftlinie 100 Meter, einmal über den Leonhard-Eisner-Park, da ist man schon unten. Spielen aber auch zu Hause am Wiener Ring gegen VfB Offenbach. Und wenn sie da gewinnen, dann sind sie Meister. Also, es lohnt sich, das wäre doch ein toller Fußball-Sonntag am Wiener Ring. Definitiv mal vorbeischauen, die freuen sich auch sehr, sehr, sehr über eure Unterstützung. Und wie gesagt, es lohnt sich. Was ich noch vergessen habe, ist die Ersatzbank des TSV Steinbach-Haiger mit Markus Scholz, Donny Bogicevic, Dino Bisanovic, Dani Breitfelder, Daniele Gabriele, Nino Miotke, Leon Ampadu, Michael Guthörl und Mick Gudra. Da können sie alle auch noch nachlegen. Und unser Schiedsrichtergespann des Spiels, geleitet von Patrick Kessel, mit seinen Assistenten Markus Dunsbach und Marcel May. Und auch dem Schiedsrichtergespann muss man immer ein erfolgreiches und gutes Spiel wünschen. Ja, das muss man auf jeden Fall. Ob es dann letztlich so kommt, wissen wir nicht. Aber wir wünschen ihnen natürlich sportlich alles Gute, ein gutes Auge und faire Entscheidungen. Ne? Zum Glück müssen wir uns hier in der Regionalliga noch nicht mit dem Videobeweis rumschlagen. Da gab es in den letzten Wochen sowohl im DFB-Pokal als auch in der Bundesliga wieder Entscheidungen und knifflige Situationen, die wirklich zum Haare raufen waren. Und da bin ich wirklich immer froh, dass ich nicht in der Rolle des Schiedsrichters stecke. Ja, das ist richtig. Wobei man sagen muss, also speziell das, was da eine Woche vorher in der Bundesliga passiert ist, dass ein Schiedsrichter, er hat es ja im Interview hinterher sogar zugegeben, aber er hat quasi gesagt, ich wurde aufgefordert vom Kölner Keller, mir das nochmal anzugucken und ich wollte aber das Spiel ohne fremde Hilfe hier ordentlich zu Ende bringen. Er hat es nicht geschafft, weil es war ein klarer Elfmeter, der für Dortmund hätte gepfiffen werden können. Aber das ist wie bei so vielem. Wir regen uns hier ganz oft auf über die Schiedsrichterleistung. Es liegt nicht nur an einer Fehlentscheidung oder an einem nicht gegebenen Elfmeter. In dem Fall wäre es natürlich für Dortmund so gewesen, dass sie dann auf jeden Fall vor Bayern München geblieben wären. Aber das ist alles Pillepalle, weil man hat in der Saison so viele Chancen. Und wenn wir über viele Chancen sprechen, dann denke ich natürlich in erster Linie an Kickers Offenbach und nicht an irgendwelche Videobeweise. Ich weiß noch, wie wir in der Winterpause gesagt haben, naja, das ist eigentlich gelaufen, weil Ulm müsste ja jetzt noch mindestens dreimal patzen und wir müssen immer da sein. Ulm hat 5 oder 6 Mal gepatzt, wir waren nie da. Die Gründe dafür, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber zu spekulieren und drüber zu reden. Es ist so, wie es ist und die Verantwortlichen hier werden die Schlüsse daraus ziehen. Ich bin gespannt, wie sich das auf die
auf die Dauerkarten nächste Saison auswirkt, aber das ist im Moment alles Spekulation. Wichtig ist, wie sagt man, fürs Phrasenschwein mal was wichtig ist auf dem Platz, und das werden wir heute hier vermutlich eine andere Mannschaft sehen, weil bei uns ist der Druck raus. Für Steinbach geht es um sehr viel, wie du gesagt hast, die können das Double sogar noch schaffen. Und das ist natürlich eine andere Situation. Ich freue mich auf ein gutes Spiel heute, auch ohne Videobeweis und mit einem guten Schiedsrichter. Und wichtig ist auch, da muss ich ganz klar sagen, einmal Kickers, immer Kickers. Wir haben ja schon alles erlebt. Und diese Liebe zum Verein wird auch nie aufhören, egal was passiert. Da bin ich mir sicher. Auch wenn das Motzen und Meckern und auch der Unmut gerade wirklich laut wird. Das ist alles verständlich, aber es ist einfach so, wenn man einmal diesen Verein liebt, dann liebt man ihn eben immer, egal was passiert. Und ich freue mich einfach auf die Zukunft, muss ich wirklich sagen, denn es wird definitiv besser als das, was wir in dieser Saison gesehen haben. Da sind wir uns sicher und da freuen wir uns definitiv drauf, wenn es dann also los geht's. Und ja, du hast noch was? Ja, darf ich vielleicht mal ganz kurz, hier wurden ja eben so ein paar Alt-Internationale, hätte ich fast gesagt, ein paar alte Kickers-Haudegen genannt, die heute wieder oben in der Loge sind. Und da fällt mir ein, ich hätte es fast vergessen, ich soll Grüße ausrichten, wurde mir extra aufgetragen. Ich habe vorhin mit dem Erwin Kostete telefoniert und er ist einer, er sagt das ja immer, dass er hier seine schönste Zeit gehabt hat und dass er den OFC nach wie vor verfolgt. Und das ist auch so, wenn ich mit ihm telefoniere, er weiß immer, wie wir gespielt haben, wie die Situation ist, und er sagt, Kopf hoch Jungs, und auch an die Fans gerichtet, der OFC wird definitiv wieder bessere Zeiten sehen, er ist sich da ganz sicher, und ich soll alle Beteiligten hier recht herzlich grüßen, was ich hiermit getan habe. Tolle Grüße, vielen Dank, da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen gerade, also allein der Gedanke an Erwin Kostete und was er hier erreicht hat und geleistet hat. Das ist schon Wahnsinn. Ich finde es echt toll, dass du mit ihm so eine gute Verbindung hast und auch immer wieder Verbindung zu uns auch herstellst. Das ist wirklich super. Ja, also es ist ja auch so, dass wir seit Jahren eigentlich versuchen, ihn hierher zu bringen. Aber er möchte gerne, nur es ist für ihn im Moment mal wieder, das ist so bei ihm ein bisschen schwankend, aber im Moment mal wieder so, dass er gesundheitlich nicht auf der Höhe ist. Und auch im Krankenhaus war und jetzt zum Glück wieder zu Hause ist. Aber er hat die Pläne noch nicht aufgegeben. Und ich hoffe und bete, dass das dann doch noch irgendwann mal klappt. Er hat ja jetzt bald Geburtstag. Er wird 77 am 21. Mai. Und da wünschen wir ihm jetzt schon mal alles Gute. Sehr schön. Ja, André macht's gerade. Blendet nochmal unsere Startaufstellung ein. Wir fangen an mit Maximilian Engel im Tor. Davor dann in der Viererkette Ronny Marcos, der heute als Kapitän aufläuft. Und Rossmann und Sitzelsberger in Innenverteidigung. Über rechts dann Vincent Moreno. Da bleibt es also. So ein bisschen wie gehabt. Davor dann Jopek und Vetter auf der Doppel-6. Über links Damian Balic, über rechts Lukas Hermes. In der Zentrale Christian Derflinger. Und vorne drin im Sturm Philipp Hosida. Unsere Ersatzbank, die lautet so: Michael Zadach, Rafa Garcia, Mike Feigenspahn, Semih Saric, Noah Vuko, Dominik Wanner, Almin Mesanovic, Dino Kobegovic und Julian Albrecht. Ich habe es vorhin schon erwähnt, viele, viele junge Männer, die sich heute hier auch beweisen können. Und mich freut auch sehr natürlich, dass Dominik Wanner wieder fit genug ist für den Kader. Das ist top. Freuen wir uns sehr drauf. Vielleicht kriegt er ja heute seine 20 Minuten, die ja so oft, wenn er eingewechselt wurde, auch entscheidende 20 Minuten sein können. Wir schauen auch nochmal auf unseren Gegner. DSV Steinbach-Haiger mit Ibrahim im Tor, Sascha Strujic, Langesberg, Benny Kirchhoff und Kircher in der Verteidigung, von links nach rechts hinten gelesen. Eismann dann auf der einzigen 6 im 4-1-4-1-System. Dann über links Singer, über rechts Serkan Firat, Paul Stock und Gianluca Korte in der Zentrale, und vorne drin Arif Gütschlü, das also die Elf von Pascal Bieler und dem TSV Steinbach-Haiger. Ich schaue gerade mal auf unsere Stadion-Video-Wall und da ist der Countdown schon abgelaufen. Wir haben 14 Uhr eigentlich Zeit, jetzt anzupfeifen, Tim. Aber es dauert ja mal ein paar Minuten länger hier. Ja, ich wollte noch kurz was loswerden, dass der Vierrad hier in der Aufstellung mit 2 R geschrieben ist. Das ist mein Vergehen. Ich habe ihm da einfach ein R zu viel dazu gedichtet. Ist ja ein Künstler am Ball. Vierart, ne? Deswegen hast du es gemacht. Ja, Vierart, genau. Das war meine Intention. Er hat ja für uns 191 Spiele gemacht und ich müsste es eigentlich wissen. Und das
nur ganz kurz als Überleitung so einiges, was wir hier noch so von uns geben, was Statistik und Background-Infos angeht. Das kommt wie immer von Jörg Grunau, der da sehr gute, schöne Arbeit leistet und uns da immer wieder mit Infos füttert. Definitiv. Vielen Dank auch von mir nochmal an Jörg Grunau. Und da haben wir sie. Unsere erste Elf von unseren Gegner aus Steinbach mit den Einlaufkids von der Georg-Büchner-Schule in Jügesheim. Herzlich willkommen also jetzt hier auf dem Platz. Unser OFC gegen TSV Steinbach-Haiger. OFC in Rot-Weiß, rote Trikots. Weiße Hosen gegen in weiß-schwarz auflaufende Steinbacher. Das Ganze unter der Leitung von Patrick Kessel, dem Schiedsrichter, zusammen mit seinen Assistenten Markus Dunsbach und Marcel May. Tim, wieder einige Veränderungen in der Startelf, aber ich habe immer ein gutes Gefühl eigentlich, wenn ich die Startelf sehe. Bin auch sehr gespannt auf Damian Balic, der heute mal die Chance von Beginn an bekommt. Ja, das meinte ich ja vorhin auch. Ja, das finde ich gut, dass er jetzt in der Startelf steht. Er hat ja gezeigt, er hat in Frankfurt und in Ulm auch gezeigt, dass er da links durchaus für frischen Wind sorgt. Frischen Wind im Sturm, das ist ja das, was wir gebrauchen können. Das ist im Grunde genommen der Hauptgrund, warum es bei uns in der Rückrunde jetzt nicht so geklappt hat. Wir haben kein Abwehrproblem zeitweise gehabt in den letzten Spielen, aber grundsätzlich nicht. Wir haben ein Sturmproblem, leider. Obwohl es klar ist, dass unsere Stürmer definitiv treffen können, leider platzt der Knoten nicht oft genug im Moment. Aber auch das kann sich in den letzten Spielen noch ändern. Da bauen wir drauf, dass wir da einfach mehr Durchschlagskraft haben, mehr Überzeugung noch auf den Platz bringen. Eine gestandene, gesammelte Mannschaftsleistung heute sehen. Das ist das, was gewünscht wurde auch der PK. Ein geschlossenes Team. Ein kampfbetontes Spiel, über den Kampf in dieses Spiel kommen, so hat es Alfred Kaminski gesagt. Das eben auch so ein bisschen die Identität von Kickers Offenbach ist, eine Arbeitermannschaft, ist eine Kämpfermannschaft und das wollen wir eben wieder mehr und öfter sehen. Also, Anstoß wird ausgeführt, der erste von TSV Steinbach-Haiger. Noch einmal kurz, wir moderieren das Ganze heute im Radiomodus, denn wir haben immer Tausende von Radiozuhörern. Und der kleine Teil guckt das Ganze mit Bild. Natürlich Hallo an beide. So, haben wir 409 richtigen Namen heute über die rechte Seite. Und ein Shake Hands nochmal für die Schiris, die jetzt auch auf den Weg in Richtung Seitenlinien machen werden. Und dann kann es hier gleich losgehen bei perfektem Fußballwetter eigentlich. Es ist nicht zu warm, nicht zu sonnig, mal Wolken sind mit drin. So habe ich es eigentlich gerne gemocht. Oder eben extremer Regen, mochte ich auch gern. Ja, da sagst du was, ne? Aber nee, das hier passt. Die Sonne steht am Himmel und scheint aber nicht. Es ist so grell und ja, jetzt warten wir auf den Anstoß. Steinbach wird den ausführen, wenn denn der Schiedsrichter alles geordnet hat, was es da so zu ordnen gibt. So, nochmal der Blick auf die Uhr. Wir sind bereit. Und dann kann es losgehen. Anstoß, TSV Steinbach mit dem ersten Ball. Und weiter Ball nach links vorne in Richtung Singer von Benny Kirchhoff. Und da gibt es den ersten Einwurf für den TSV Steinbach. Haiger, denn Vincent Moreno hat das Kopfball-Duell gewonnen an der Seitenlinie. Jetzt gibt es hier also den ersten Einwurf von der linken Seite für TSV Steinbach. Haiger. Kurz ausgeführt, dann weitergelegt auf die linke Seite, reingespielt. Aber da ist Max Rossmann, der aufpasst. Zweiter Ball ist bei Steinbach. Mann mit der Nummer 19, Tim Kircher, dem Rechtsaußen, der jetzt mal in die Mitte zieht. Aber Vetter passt auf, zusammen mit Christian Derflinger. Der macht die Kugel fest, wieder zu Vetter in der Zentrale. Der hat das Auge für die durchgestarteten Damian Balic. Traumpass in die Spitze. Torwart macht mit, Balic in der Grundlinie. Der Abschluss wird in letzter Sekunde abgegrätscht, aber Situation noch nicht vorbei. Lukas Hermes. Der Pass in den Rückraum zu Derflinger wird dann abgeblockt und es gibt die erste Ecke für den OFC. Da wurde es zum ersten Mal brandgefährlich. Super Pass von Mike Vetter. Ja, das hat er sehr schön gemacht. Der Ball schnell nach vorne gespielt und da kam mal einen Schritt zu spät und leider Hosiner im Nachfassen dann geblockt. Aber dafür gibt es Ecke. Balic war das, der da geschickt wurde. Gerade ja, noch am Torwart gescheitert. Der und dann zweite Ball war Hosiner, ne? Nee. Und dann auch Balic nochmal, aber dann abgeblockt und auch der Pass zurück. War leider bei Derflinger nicht angekommen. Aber es gibt die erste Ecke
in diesem Spiel Björn Jopek auf den kurzen Pfosten gezogen. Baralic nochmal im Rückraum, nimmt die Kugel erstmal an, geht Richtung Grundlinie und dann kriegt er den Ball aber nicht mehr ganz rum vor das Tor. Aber gute Anfangsphase unseres OFC. Den mache ich nicht. Und es geht erstmal weiter mit einem Abstoß für TSV Steinmann. Ja, jetzt Abstoß von... Gut, also, Kevin Ibrahim spielt ja erstmal auf die linke Seite. Steinbach versucht aufzubauen. Ja, und da sind wir dazwischen. Und da gibt es wieder Abschlag. Ist das der Flinger, der da seinen Fuß dazwischen gehalten hat? Bei einem guten Pressing vom OFC. Und wir können auch die Formation so bestätigen. Allerdings Hermes gerade über die linke Seite, Baralic über die rechte Seite. Das ist das Einzige, was wir so nicht bei unserer Startelf eingeblendet haben. Das andere stimmt alles. Die Aufstellung dieses Mannes hier, Alfred Kaminski, während TSV Steinbach den Ball erstmal zurücklegt in die eigene Hälfte. Und zum Torwart Ibrahim spielt einen Doppelpass mit Benny Kirchhoff. Jetzt zu Langesberg, der Mann mit der Nummer 13, dreht sich noch einmal, wird dann angelaufen von Hosina, spielt zurück zum Torhüter, zu Kevin Ibrahim, der 22-Jährige. Und dann geht es aber mal nach vorne. Gianluca Korte auf die rechte Seite gespielt zu Kircher im 1 gegen 1 mit Lukas Hermes. Doppelpass mit Serkan Firat, der mit der Hacke weiterleitet. Arif Güçlü. Der Ball läuft schnell, aber endet dann beim OFC. Und der Flinger mit dem Sprint nach vorne wird ein bisschen zu Boden gedrückt. Reicht dem Schiedsrichter aber nicht für einen Pfiff. Ja, hat eigentlich gut gekreuzt, sein Gegenspieler, Christian Derflinger. Aber nicht gepfiffen. Dieses, ja, womögliche Foul an unseren Kreativmann da vorne drin. Somit Steinbach wieder im Ballbesitz. Ja, ich vermute aber mal, dass er sich nicht freiwillig auf den Boden gelegt hat. Aber gut, sei es drum, Schiedsrichter stand direkt daneben. Er hat es nicht gepfiffen. Steinbach übers Mittelfeld jetzt nach rechts raus zu, wer ist das? Genau, okay. Ja, den haben wir jetzt wunderschön abgefangen. Bauen selber auf über Jopek im Mittelfeld. Da wird er gefoult. Ja, vorher abseits schon gepfiffen. Die Fahne ging hoch. Rossmann ist da gut rausgekommen gegen Arif Güçlü. Und dann wird der Freistoß zum Glück nochmal ausgeführt. Nämlich kurz ausgeführt von Jopek in Richtung Hosina. Aber er war noch gar nicht bereit. Ja, und jetzt gibt es hier nochmal einen kleinen Standardtanz zwischen Schiedsrichter und Björn Jopek. So sah das gerade zumindest aus. Aber war nur ein kurzes Gespräch. Freistoß wird nochmal ausgeführt. Jakob Zitzitzberger zu Maximilian Rossmann. Und dann kann es hier weitergehen. Zitzitzberger auf der linken Seite der Innenverteidigung. Übrigens mit einem schönen Diagonalball nach vorne in Richtung Ronny Marcos. Den hat er auch noch vor der Auslinie. Ronny Marcos viel Platz und Zeit zum Flanken. Aber leider findet er nur den Kopf von Langesberg in der Verteidigung. Zweiter Ball gehört Mike Vetter. Und dritter Ball gehört Björn Jopek. Einfach mal abgezogen. Etwas zu viel Unterschnitt dabei. Der geht dann über das Tor. Aber so ist es halt. Man muss schießen, um Tore zu schießen. Ja, richtig. Genau. Er geht übrigens übers Tor in den, ich wollte jetzt sagen, spärlich gefüllten Gästeblock. Aber ich würde mal sagen, der ist überhaupt nicht gefüllt. Ich wundere mich so ein bisschen, weil für Steinbach geht es ja doch direkt um was heute. Und so weit ist es jetzt auch nicht. Aber so sehr viele Zuschauer haben sie nicht mitgebracht heute. Ja, haben natürlich auch nicht so die riesen Fanszene, aus der sie schöpfen können. Erste Mal, dass sich das OFC-Stadion hier richtig aufregt. Ein vermeintliches Foul von Mike Vetter gegen Sascha Strujic. Auf der linken Seite. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, es wäre der Arm rausgegangen, aber den Körperteil, den er sich da hält, das ist definitiv ein Stockwerk tiefer. So, der Steinbacher läuft zumindest wieder, also alles insofern okay. Freistoß schon ausgeführt, zurück zum Tormann und jetzt wird aufgebaut von hinten über die rechte Seite. Ja, hat sich da die Hüfte gehalten, ne? Unterer Rücken, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie ein Knie dagegen bekommen. Man hat es nicht ganz gesehen, aber weiter geht's. Mike Vetter räumt seinen Gegenspieler mal aus dem Weg, diesmal ertönt die Pfeife nicht. Rechte Seite der Damian Baralic. Zurückgelegt nochmal zu Björn Jopek, der dann im Zwischenraum Hosina findet. Ja, abgelegt und Derflinger nochmal mit Halbschuss, Halbflanke. Die dann aber in den Armen des Torhüters. Kevin Ibrahim endet. Ja, und so ein abgelegter Ball kann mal passieren. Wenn da vorne ein Hubbel ist, ne, dann geht er an den Knöchel und nicht an den Fuß. Ja, so ist es. Haben wir alles schon gesehen. Das ist gut so. Die Kickers machen Druck. Wir laufen sie hoch an. Jetzt zum Beispiel wieder hier sehr schön gemacht von Hosina und den zweiten Ball. Und dann pfeift er das Ding ab und keiner weiß warum. Er ist zum Ball gegangen. Er hat den Ball gespielt.
Aber der Schiri hat es anders gesehen. Jetzt wird noch diskutiert. Super Druck da eigentlich gewesen von Philipp Hosiner gegen Langesberg, der da einfach zu lange gebraucht hat, den Ball loszuwerden. In der 7. Spielminute. Und da gibt es jetzt hier noch ein ernstes Wort vom Schiri. Aber von mir war das auch so. Eine Grätsche von vorne, Ball gespielt. Spieler natürlich auch ein bisschen getroffen wahrscheinlich. Sonst würde er sich jetzt hier nicht so vor Schmerzen krümmen. Aber ob das ein Pfiff wert war, man weiß es nicht. Trotzdem geht es weiter. Mit einem Freistoß für Steinbach aus dem eigenen 16er. Und über die linke Seite, über Kirchhoff geht es dann weiter. Zu Strujic, der den Ball zurücklegt. Das Ganze unter getösendem Pfeifen. Wieder guter Druck von Hosiner. Und er zwingt den Torhüter dann, den Ball bis in die Waldemar-Kleintribüne zu schießen. Richtig, ja, also der OFC macht das, was man vom OFC in einem Heimspiel erwarten kann. Wir stehen hoch, wir greifen an. Was Steinbach da macht, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, weil sie stehen sehr, sehr tief hier und lassen sich immer wieder von uns auch fast am eigenen 16er pressen. Das ist ist nicht so die Spielweise, die man spielt, wenn man hier gewinnen muss eigentlich. So ist das, lassen den OFC ein bisschen kommen. Hoher Ball jetzt und Kopfballgewinn von Vincent Moreno. Landet dann aber im Seitenaus und es gibt den Einwurf für TSV Steinbach-Heiger. Guter Körpereinsatz von Lukas Hermes gegen Stock. Nimmt dann der Finger mit und der zu Hosiner. Schön weitergeleitet zu Ronny Marcos auf der linken Seite. Der hat Platz und mehr Platz immer noch. Ronny Marcos auf der linken Seite geht bis zur Grundlinie durch. Dann die Reingabe zu Hermes, der den Ball leider nicht ganz mitnehmen kann im Strafraum. Aber das sind sehr gute Angriffe, gute Ansätze des OFC. Jetzt Vetter gegen Vierat. Die kennen sich sehr gut. Und Vetter zusammen mit Ronny Marcos. Die Gewinner gegen ihn. Ball aber dann nach dieser Grätsche von Ronny Marcos wieder auf Steinbacher Seite. Sören Eismann ist das, der da in der Zentrale ein bisschen zu viel Platz hat und Paul Stock findet im rechten Halbraum. Stock jetzt den Ball auf rechts, zieht einfach mal ab. Gut, dass da der Kopf von Zitzelsberger noch dran war, leitet ihn aber dann zur Ecke. Erste Halbchance also für den TSV aus Steinbach. Gibt die Ecke von der linken Seite. Das nochmal in der Wiederholung. Ja, dann hat er abgefälscht, der Herr Zitzelsberger, und deswegen gibt es verdient eine Ecke. Ja, der sah ganz gut aus unserer Sicht. Ne? Hätte wahrscheinlich im langen Eck wäre er, glaube ich, gelandet, aber Maxi Engel war auch schon unterwegs. Maxi Engel war dahin unterwegs. So, Eckball wird ausgeführt. Ich kann ehrlich gesagt nicht sehen, wer das ist. Ein Steinbacher ist es auf jeden Fall. Ich glaube, Singer ist es. Wir schauen jetzt mal kurz ausgeführt zu Serkan Firat, der wieder zu Singer mit der Hereingabe jetzt. Aber das ist ein sicherer Ball für Max Engel. Erstmal auf Nummer ganz sicher weggefaustet. Paul Stock nochmal im Ballbesitz über die rechte Seite. Hacke Moreno hat das Ganze aber gerochen und super abgelaufen im Stile eines ganz erfahrenen Verteidigers. Kriegt dann auch noch einen mit. Kann aber weitergehen für Vincent Moreno. Ich glaube, es gibt dann, ja, egal ob Abstoß oder Freistoß, gleiche Position. Ballbesitz UFC. Ja, und vor allen Dingen schön, dass es da keine schwerere Verletzung gab eben. Er hat Bekanntschaft gemacht mit einem unserer Hauptsponsoren, mit so einem kleinen Reiter, mit so einem Plastikteil, und da ist er draufgefallen. Aber alles gut, er läuft, der UFC jetzt übers Mittelfeld. Langer Ball vorne auf Hermes versucht, aber Steinbach hat es abgefangen im Mittelfeld. Vetter hat sich den sehr schön geholt und jetzt pfeift der Schiedsrichter doch. Ja, unter Schreien von Serkan Firat. Ah, das habe ich jetzt eigentlich nicht so gesehen. Dieses Einsteigen von Mike Vetter gegen Serkan Firat. Erst hat er weiterlaufen lassen. Und dann wurde, glaube ich, der Ruf von Serkan Firat etwas zu laut. Für den Schiedsrichter dann doch nichts zu machen. Naja, gibt den Freistoß für Steinbach. Aber gut, eigentlich der Einsatz da defensiv von Mike Vetter und von Ronny Marcos. Jetzt gibt es nochmal die Erklärung vom Schiedsrichter, zeigt ihm mal den Fuß. Und Vetter spricht auch noch mit Serkan Firat und sagt, hier Junge, das war doch gar nichts. Zwei alte Kollegen. Steinbach mit Langesberg und dem langen Ball in Richtung Arif Gütschlü. Zitzelsberger ist da, wird dann gestoßen und gestumpt. Und es gibt Abstoß. OFC. Kann man ruhig auch mal einen Freistoß geben eigentlich und Arif Gütschlü so ein paar ernste Worte sagen. Zitzelsberger macht das gut, dass er den Körper da reinstellt, ne? Mit, ja, seinem. Und ich verstehe nicht, was es da großartig zu debattieren gibt. Es gehen beide Arme raus, er stößt ihn weg und der Schiedsrichter pfeift einen Freistoß. Also alles klar, da muss man nicht lange debattieren. Der OFC jetzt baut auf hinten von rechts.
Schön rausgespielt auf Vetter. Vetter jetzt rübergeleitet. Ich habe es nicht gesehen, wer es war. Balic ist es wieder, der ganz hinten auch mal zu finden war, eben auf der rechten Seite. Jetzt gibt es aber den Einwurf von Vincent Moreno, denn der Ball ist über den Fuß eines Steinbachers in Seiten ausgegangen. Mike Vetter, der sich da freiläuft, und auch Damian Balic, der tatsächlich oft gesucht wird, aber diesen Einwurf nicht bekommt, aber jetzt gut nachsetzt und sich die Kugel holt und somit Lukas Hermes die Chance gibt. Auch für den Weg nach vorne, muss über links ausweichen, kriegt dann Druck von Paul Stock und es gibt Einwurf für den OFC, denn Stock war da zuletzt dran. Super Einsatz von Damian Balic. Super Einsatz, auch super Vorbereitung, den Ball hier im Mittelfeld schön erobert und dann genau dahin gespielt, wo er hingespielt werden muss. Jetzt gibt es Einwurf, Ronny Marcos, auf Höhe des 16, das würde ich jetzt mal sagen. Hermes läuft sich frei, er weiß nicht, wo er hinspielen soll. So, jetzt hat er jemand gefunden. Ball zurück zum... Und was macht er? Ja, Doppelpass war das mit Deflinger, der Ball aber dann im Seiten aus, hat er nicht mehr ganz bekommen, Ronny Marcos, bevor der Ball dann ins Ausgegangen ist. Deswegen anscheinend, ne? Gibt es also den Einwurf für Steinbach, gleiche Position. Findet da Paul Stock, zurückgelegt den Ball, wieder Einwurf, gleiche Position, denn Björn Jopek wirft sich da dazwischen in den Ball, der eigentlich angedacht war, in Richtung Arif Gütschlü. Also 5 Meter Raumgewinn ungefähr für den TSV. Jetzt gibt es die Pfeife vom Schiedsrichter, da bleibst du aber stehen, denn er geht wieder ein paar Schritte nach vorne. Weiter Ball dann von Eismann nach vorne, aber da ist nur Maximilian Rossmann und der Kopf von Ronny Marcos. Erneuter Einwurf für Steinbach und Vierer hat erstmal mit einem Seitenwechsel versucht, aber da ist Jopek mit dem Bein dazwischen und Balic, der die Kugel behauptet. Und zurückspielt zu Jakob Zitzelsberger. Macht sich gut hier in der Startelf. Damian Balic und Jakob Zitzelsberger, der den langen Weg nach vorne wählt in Richtung Christian Derflinger. Kein Problem dann aber für die TSV-Abwehr, den aufzunehmen. Ja, Zitzelsberger mit viel Optimismus gespielt, den Ball, aber der war etwas zu optimistisch. So, Steinbach jetzt durch die Mitte zentral. Oh, der läuft da aufs Tor zu. Und das war... Ich würde mal sagen, das war Glück, dass er den Ball nicht richtig getroffen hat, denn das war für Steinbach jetzt im Spiel die beste Chance, würde ich sagen. Riesenchance in der 14. Minute. Traumpass tatsächlich da in die Schnittstelle gespielt. Sieht man es nochmal. Wow. Der Pass war wirklich überragend. Vielleicht sehen wir es gleich noch, von wem der kam. Und dann aber am langen Pfosten vorbei. Paul Stock war das, der den Ball spielt, bei dem eigentlich ja feststeht, dass er den Verein verlassen wird. Zitzelsberger jetzt mit dem Ball nach vorne. Der Finger versucht es mit der Hacke über Eismann. Hosina geht nochmal dazwischen. Einwurf TSV Steinbach. Erste richtige Großchance in diesem Spiel. Ja, so eine klassische Großchance. Wir hatten auch schon eine halbe. Ne? Damian Balic, der dann durchgebrochen ist, aber dann am Torwart gescheitert ist. Wir hatten im Grunde genommen in der ersten Minute gleich eine. Ja? Nach wenigen Sekunden. Oder nach 30 Sekunden circa, da haben wir das Tor leider nicht gemacht, hätten wir machen können. Aber insgesamt gefällt mir das, was der OFC hier spielt, gut. Ich würde mal sagen, angespannt, entspannt. So kann man sagen. Zitzelsberger, gut, das Zusammenspiel mit Jopek. Entschlossen gespielt. Auch der Ball nach vorne ist die Idee gut. Und der Ball auch noch nicht im Aus. Ball weiter im Spiel. Und Langesberg kann sich dann die Kugel schnappen. Jopek so ein bisschen nicht richtig getroffen, diesen Ball. Ja, der Ball hatte so einen Effekt. Alle haben gedacht, der würde ins Ausgehen. Ich nehme an, sonst wäre Lukas Hermes auch weitergelaufen. Aber er war noch im Spiel. So, jetzt ist der Ball aus dem Spiel. Keiner weiß so recht, wie es weitergehen soll. Der Linienrichter, hat er was angezeigt? Ja, es gibt auf jeden Fall jetzt erstmal Einwurf. Aber der Ball, jetzt sehe ich es. Es gibt Einwurf für den OFC und der Ball musste getauscht werden. Irgendwas war mit dem Ball, keiner weiß was, aber ist ja auch egal. Wir haben Einwurf auf der rechten Seite. Mike Vetter jetzt mit dem langen Ball zurück, weil ich habe es nicht genau gesehen. Fairness halber hat er den Ball zurückgespielt, denn Steinbach hat den Ball ins Aus gespielt, damit der Ball gewechselt werden kann. Steinbach mit Stock, aber Ronny Marcos ist wachsam, grätscht den Ball ab, noch bevor Serkan Firat da dran kommt. Und ich glaube, das haben sie sich auch so ein bisschen als persönliche Aufgabe genommen, dass der Ex-Mitspieler heute sich nicht entfalten kann. Ja, das sehe ich auch so, ja. Also wir haben das bisher, finde ich, sehr gut im Griff. Eben diese eine Großchance für Steinbach. Logisch, in so einem Spiel kannst du nicht davon ausgehen, dass Steinbach keine Chancen hat. Das ist vollkommen klar. Aber was wir bisher zeigen hier, ist eine gute Leistung. Man,
merkt meiner Ansicht nach deutlich, dass Steinbach irgendwie doch einen gewissen Druck verspürt, weil die sind noch nicht so ganz aus den Puschen gekommen. Was gut ist für den OFC. Und wir müssen jetzt mal das, was wir hier machen, müssen wir weiterspielen. Der OFC ist auf der linken Seite. Jopek, langer Ball nach vorne. Hosin, der läuft da im Laufduell. Ja, kommt er noch dran? Nee, kommt er nicht dran. Aber den zweiten Ball kriegen wir auch nicht. Aber es gibt zumindest einen Einwurf jetzt. Einwurf, und er muss eigentlich in Richtung Steinbach-Tor gehen, so ist es auch. Ronny Marcos ins Zentrum zu Derflinger, kriegt den Ball auch noch und legt dann erstmal zurück auf Rossmann, um die Kugel festzumachen. Den nimmt Zitzelsberger mit. Zitzelsberger angelaufen von Arif Güçlü, toller Pass da in den Lauf von Ronny Marcos auf der linken Seite. Auf Höhe des 16, dass dann die Flanke wird, aber abgeblockt und es gibt stattdessen nur Einwurf. Für den OFC, schnell ausgeführt auf Jopek. Kriegt Druck von Paul Stock, knifflige Situation für den Schiedsrichter, wo geht's hin? Aber Einwurf rot und das ist unser OFC. Ronny Marcos schaut jetzt wohin, aber überlässt dann Jakob Zitzelsberger und wir wissen, wie weit der einwerfen kann. Wir wissen, wie weit der werfen kann und was wir jetzt zum zweiten oder dritten Mal gesehen haben, wir wissen jetzt auch, dass er sehr gute, kluge Pässe spielen kann. Aber jetzt wirft er erstmal einen von halb links, von links Höhe vom Strafraum in den Strafraum. Ja, wieder sehr weit geworden. Steinbach klärt mit dem Kopf. Zitzelsberger nochmal am Ball auf der linken Seite. Und das muss eigentlich nicht Ecke geben. Es gibt Abschlag für Steinbach. Ja, das macht Fehrer dann gut mit seinem ganz, ganz tiefen Körperschwerpunkt. Hebelt da so ein bisschen die Hüfte aus von Jakob Zitzelsberger. Deswegen kommt er da nicht mehr dran. Stattdessen gibt es jetzt hier den Abstoß für Steinbach schon ausgeführt. Kurze Variante zu Langesberg, der jetzt mit weiten Schritten durch die Zentrale des OFC spaziert und den Ball abspielen kann auf Korte. Über die linke Seite dann Singer gefunden. Etwas zu viel Platz für meinen Geschmack. Zieht jetzt in die Mitte, Abschluss auf den langen Pfosten, aber der segelt dann am rechten Winkel vorbei. Und es tut mir leid, wenn ich mich jetzt hier öfter räusper. Ich habe einen sehr trockenen Hals gerade und frage dich, hast du einen Bonbon dabei? Aber natürlich. Dankeschön. Warten wir jetzt mal kurz drauf. Abstoß gibt es. Und da sind schon einige. Dankeschön, André. Ja, heute an der Regie oder beziehungsweise am Stream sitzt. Also, Abstoß OFC. Rossmann findet im Halbraum. Damian Balic wird von zwei Spielern gestört. Geht dann zu Boden. Und Sören Eismann findet Vierat, der auf der rechten Seite Kircher schicken will gegen Marcos. Aber Marcos dann der Gewinner dieses Duells. Geht ins Seiten aus. Und Einwurf Kickers Offenbach. Ja, Ronny Marcos wirft. Derflinger. Nee, Jopek war das. So, sehr schön. Und es gibt Einwurf für den OFC. Ich gucke hier so ein bisschen durch zwei oder drei Scheiben. Ich muss mal gerade mich ein bisschen erheben, denn ich sehe im Moment gar nicht, wo der Ball ist. Ja, jetzt also Zitzelsberger wirft von hinten. Ja, zwei Scheiben rechts. Schwer durchzugucken. Bei mir ist die Scheibe links, wo schwer durchzugucken ist. Und unser werter Kollege Kasper, der diese Scheibe leidenschaftlich verschlimmbessert hat. Aber dann schauen wir mal, wie wir es für die neue Saison wieder bessern. Das Kommentieren ist eher seine große Stärke. Schöne Grüße nochmal hier. Scherzhaft natürlich an dich, Kasper. Also, Sascha Strüitz auf der linken Seite findet Singer. Im 1 gegen 1 sind Moreno. Der Ball war ihm aus, oder? Nee, die Pfeife kam aus dem Waldemar Klein. Block. Aber schön jetzt durchkombiniert da von Vetter und von Balic. Wieder Vetter auf der rechten Seite, holt das Beste raus. Und das ist ein Einwurf auf der rechten Seite. Ja, Balic jetzt zum wiederholten Mal fällt er auf hier durch hohe Laufbereitschaft. Und das, was er spielt, das spielt er gut. Wechselt auch ab und zu mal die Position. Jetzt ist er da rechts wieder, erwartet den Einwurf, der aber nach hinten geht zu Rossmann. Und der spielt zu Engel. Und Engel hat viel Platz und Zeit, guckt jetzt, wo er hinspielt, zentral, ganz nach vorne. Ja, und da wäre Hosiner gerne rangekommen, aber der war auch etwas zu optimistisch gespielt. Deswegen Steinbach kann klären. Vetter im Mittelfeld mit dem Kopf. Ja, da geht er nochmal hin, da geht er rustikal hin und der Schiedsrichter meint, es war zu rustikal, deswegen pfeift er. Freistoß für Steinbach. Ja, Luftkampf da mit Sören Eismann. Geht er gut rein. Mike Vetter, genau sein Spiel. Du sagst es, etwas zu rustikal für den Geschmack des Schiedsrichters. Es gibt also den Freistoß für Steinbach in der eigenen Hälfte. Zurückgelegt zu Benny Kirchhoff. Der zu Langesberg, sein Abwehrkollege in der Innenverteidigung. Eismann dann auf Vierat. Jetzt mal eine gute Passstaffette dann raus auf die rechte Seite. Aber Hermes arbeitet mit nach hinten. Gut gemacht. Das will er sehen, Alfred Kaminski.
Und dann gibt es aber die Ecke. Denn da war Hermes Fuß noch dazwischen beim Ball von Kircher. Ja, und diese Ecke ist eine Aufgabe für Serkan Firat von der rechten Seite. Eckball Nummer 2. Präsentiert von Paddy Protect, unserem Partner für die Ecken und Standards. Kurzen Pfosten, Kopfball auf den langen Pfosten, die wird gefährlich. Paul Stock nochmal abgelegt, Schuss und da ist das 1:0. Für Steinbach-Heiger, Gianluca Korte macht's nach diesem getretenen Eckball, der verlängert wird und dann Paul Stock mit ganz viel Platz und Übersicht. Ja, und Gianluca Korte trifft den perfekt, diesen Ball. Und schweißt ihn dann ins linke obere Eck ein. Ja, kam so ein bisschen aus dem Nichts, muss man wirklich sagen. Ja, es kam ein bisschen aus dem Nichts, das ist richtig. Nach dem Standard, wir haben ihn eigentlich ganz gut verteidigt, aber ja, der erste Ball kam auf dem kurzen Pfosten, dann die Kopfball versucht zu klären, der ein bisschen unglücklich eigentlich auf den zweiten Pfosten ging. Und von da in den halb links stehenden im Strafraum Steinbacher, der dann ja, das Ding abspielt und dann war er drin. Ja, guter Schuss, muss man wirklich zugeben. Max Engel wenig zu machen. Aber der UFC zeigt sich unbeeindruckt über die linke Seite mit Ronny Marcos. Zusammen mit Lukas Hermes, der Doppelpass. Ja, dann kriegt er den Zupfer von Serkan Firat. Ronny Marcos, dann geht er zu Boden und es gibt den Freistoß für den UFC. Das Ganze aus dem linken Halbfeld. Wichtig jetzt die Spannung hochzuhalten. Nochmal sich zurückzumelden und Tor zu schießen vor allem. Björn Jopek steht bereit für diesen Freistoß. Etwa 30 Meter Torentfernung. Halblinke Position. Bereit. Björn Jopek. Mit links, gleich mit Schnitt vor das Tor. Jetzt nimmt er Anlauf, zieht ihn auch mit Schnitt vor das Tor, geht vorbei an Freund und Feind. Philipp Hosiner, der da gerade so noch wegrutscht, beziehungsweise nicht ganz drankommt. Gute Variante, dieser Freistoß. Ja, das war so eine Stollenbreite, sag ich mal. Er war richtig unterwegs dahin. Ja, schade. Wäre die richtige Antwort gewesen zum richtigen Zeitpunkt, nämlich direkt danach. Aber du hast vollkommen recht, was du gerade gesagt hast. Wir müssen jetzt natürlich dranbleiben, weiterhin das spielen, was wir die ganze Zeit gespielt haben. Und ich bin da auch ziemlich zuversichtlich, dass wir noch vor dem Halbzeitpfiff hier den Ausgleich machen. So, jetzt ist die Fahne oben und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das stimmt. Hosiner im vermeintlichen Abseits, aber aus dem vermeintlichen Abseits wird ein Abseits, nämlich dann, wenn der Schiri pfeift und er hat gepfiffen. Deswegen gibt es jetzt Freistoß aus dem eigenen 16er für Steinbach. Das übernimmt Kevin Ibrahim. Da wird er den kurz spielen. Ja, und jetzt der Aufbau. Steinbach hat es jetzt natürlich ein bisschen leichter, ne? Das ist klar. Wenn du hier 1-0 führst, dann kannst du auch ab und zu mal so wie jetzt hintenrum spielen und den Versuch über die rechte Seite jetzt aufzubauen, ins Mittelfeld gespielt, durchs Mittelfeld. Und da ist Rossmann, hat sich den Ball geholt und hat sich den Ball meiner Ansicht nach mit fairen Mitteln geholt. Aber der Schiri hat es wieder anders gesehen. Soll jetzt keine Kritik am Schiedsrichter sein, der steht näher. Ich wollte mich freuen, dass er den Ball so schön geholt hat. Egal, Freistoß ausgeführt auf die linke Seite, auf Höhe des Strafraums jetzt Steinbach. Da geht er immer weiter und das gibt vermutlich einen Eckball. Jawohl, richtig. Wer hat da geklärt? Ich glaube, Moreno war es, der da noch dran war. Nimmt also die nächste Ecke für Steinbach. 3:1 Ecken. Und ich kann schon mal sagen, in der Halbzeit gibt es ein Interview mit Dejan Ajlempic aus unserer OFC Pars Futsal-Abteilung. Und die sind extrem erfolgreich unterwegs die Saison. Wird also mal ein bisschen schildern, wie es gerade aussieht und ob der Aufstieg in die Bundesliga, in die Futsal-Bundesliga Deutschlands, zu greifen ist. Eckball auf den kurzen Pfosten. Zitzelsberger kann erstmal klären. Zweiter Ball aber dann bei Steinbach. Wieder über die linke Seite. Firat im Haken gegen Zitzelsberger. Und es ist ein Foulspiel von Zitzelsberger gegen Serkan Firat. Muss er so geben. Ist auch so. Ja. Und da gibt es also den Freistoß. Von links. Ja, da sehen wir es nochmal. Also das war auch von unserer Seite gleich zu sehen. Das gibt es nichts zu reden. Keine gelbe Karte und nichts. Das war ein Foul. Foul gibt Freistoß und zwar indirekt in dem Fall.
Moni Steinbacher stehen da zusammen. Wer es ausführen wird, wissen wir nicht. Ein weiterer Standard. Ja, man hat es eben gesehen. Es war auch der Eckball. Wir konnten ihn zwar klären, aber wir konnten ihn nicht so richtig klären. Und das war jetzt nicht ganz so gut. Aber okay, sei es drum. Freiburger, Steinbacher. Jetzt ist er freigegeben, kurz gespielt und Engel wunderbar abgetaucht. Da den Schuss, der war nicht schlecht geschossen. Ja, der war sehr platziert geschossen, aber Engel hat den Braten gerochen, ist abgetaucht und hat ihn herausgefischt. Guter Schuss von Paul Stock und er hätte gesessen im kurzen Eck, definitiv. In der 27. Minute, gute Parade also von Engel. Gibt den nächsten Eckstoß. Eckball Nummer 4, kurz ausgeführt. Serkan Firat wieder, Ball auf den linken Fuß. Zurückgespielt. Jetzt der Reingabe auf den langen Pfosten und Benny Kirchhoff geht da hoch. Fast kommt er dann noch dran am langen Pfosten. Glück für den UFC, dass es hier nicht zum wiederholten Male gescheppert hat. Rossmann zu Mike Vetter. Mike Vetter gegen 3. Findet dann Damian Balic auf der rechten Außenbahn. Zurückgelegt zu Vincent Moreno. Macht ein paar Haken, zurück zu Engel und dann mit dem weiten Abschlag nach vorne. Aber Kirchhoff gewinnt das Kopfballduell gegen Christian Derflinger. Das ist natürlich nicht ganz so eine große Überraschung. Aber Derflinger holt sich die Kugel zurück auf der rechten Seite. Der zeigt Einsatz, geht vorbei am Gegenspieler, wird dann gehalten. Aber wieder kein Freistoßpfiff für unseren Derflinger, der hier wirklich einen Riesenaufwand betreibt. Und dann Paul Stock fault. Und es gibt den Vorteil für Steinbach, Langesberg, der über die Zentrale kommt und dann auf der rechten Seite Serkan Firat sucht. Aber Ronny Marcos ist schneller als der. Und es gibt Freistoß für den UFC, denn Ronny Marcos stellt da seinen Körper rein. Klare Geschichte. Ja, und so manche hier auf der Haupttribüne, die rufen jetzt dem Serkan Firat noch ein paar freundliche Grüße zu. Das ist sportlich fair, das ist okay. Ich habe nicht verstanden, was sie gerufen haben, aber ein kleines Scharmützel da an der Eckfahne. Alles sportlich, alles okay. Er hat ihn schön abgelaufen und jetzt gibt's Freistoß für den UFC. Engel von hinten wird den ausführen. Jetzt wird nochmal der Ball getestet. Irgendwas stimmt mit den Bällen heute nicht, Marius. Ich weiß nicht, was los ist, aber auch der Ball wird aus dem Spiel genommen, wird ein neuer Ball gefordert. Zu wenig Luft, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der hat ihm nicht gefallen. Jetzt geht es mit neuem Ball weiter. Freistoß für den OFC. Maximilian Engel führt den aus. Ich nehme an, der geht rüber auf die rechte Seite zu Maxi Rossmann, zu seinem Namensvetter. Und so ist es nicht. Er geht ganz nach vorne. Hosina mit dem Versuch, an den Ball zu kommen. Steinbach kann den klären. Kopfballduell. Jobek sehr schön gemacht. Und jetzt nach links. Und da... Ja, der Flankenversuch von der linken Seite hat er schön gemacht und das muss man nicht pfeifen. Und wir wissen nicht, warum er es gepfiffen hat, aber ein Steinbacher liegt am Boden und es gibt Freistoß. Ja, er weiß es selbst nicht, Christian Derflinger. Ein bisschen Druck gemacht halt von hinten. Für mich war das nichts, aber es geht weiter mit einem Freiwurf, Einwurf, meine Güte. Freistoß für den TSV Steinbach. Das Ganze tief aus der eigenen Hälfte. Kevin Ibrahim, der sich den Ball da hinlegt. Christian Derflingers Einsatz gefällt mir sehr gut. Wird hin und wieder zu Unrecht zurückgepfiffen. Und hätte auch ganz gerne mal das ein oder andere Foul schon ziehen dürfen. Oder einen Pfiff für sich hören können. Aber auch der blieb ihm verwehrt. Gianluca Corte jetzt im Zentrum. Gegen Mike Vetter. Immer noch Corte auf der linken Seite. Ja, dann ist Schluss. Bei Vincent Moreno. Aber auch Steinbach eine gute Gegenverteidigung oder Gegenpressing, besser gesagt. Oh. Und der Pass von Jopek kommt nicht an. Paul Stock spritzt dazwischen. Serkan Firat, zweite Reihe. Immer noch Firat, findet dann den zentrale Paul Stock. Der wird jetzt angegangen von Christian Derflinger. Und auch das ist ein Foul für den Schiedsrichter. Und es gibt Freistoß für Steinbach und das aus zentraler Position. Also du hast es eben gerade gesagt, es wäre ja mal
schön, wenn Deflinger mal wirklich einen Foul begehen würde, was wirklich ein Foul ist. Also ich finde, alles, was so gegen ihn gepfiffen wird, das ist so im Grenzbereich. Er geht zur Sache, aber das ist alles eigentlich im Grunde genommen mit angelegtem Arm oder im Bereich des Fairen. Gut, der Schiri hat es gepfiffen, jetzt gibt es aus zentraler Position, ich würde mal sagen, 22,30 Meter einen Freistoß. Serkan Firat wird den höchstwahrscheinlich treten, steht da bereit. Und wir wissen ja, wie Firat Freistöße schießt, deswegen wünschen wir Maximilian Engel jetzt mal einen guten Blick, ein gutes Auge und ein gutes Händchen, das wird er gebrauchen. So, jetzt ist der Freistoß freigegeben, Firat schießt in die Mauer, abgeprallt, zweiter Ball ist bei Steinbach jetzt nochmal rausgespielt mit dem Versuch zentral. Und da, ja, war das jetzt ein Foul? Ja, also hohes Knie von Lukas Hermes, trifft ihn da in der Seite, gibt die Berührung. Kann man pfeifen. Auch wenig Gegenwehr hier von Lukas Hermes. Gibt also die erneute Chance für Steinbach. Halblinke Position. Wieder gefährliche Freistoßsituation. Wieder steht Firat da bereits. Aber auch sein Kollege Paul Stock ist das, glaube ich, der da auch steht. Also zwei, die Freistoße schießen können. Mauer bestehen aus Hermes, Rossmann und Björn Jopek. Zweite Mauer aus Hosiner, Jakob Sitzesberger und Christian Derflinger. In der Mitte dann so eine Kucklücke, glaube ich, so stellt er sie wieder für Maxi Engel. Und auch, ja, Damian Balic reiht sich da so ein bisschen rechts, weiter rechts ein, um dann eben einen möglichen kurzen Pass aufzuhalten. Aber jetzt angepfiffen, dieser Freistoß. Paul Stock schießt und schießt über das Tor. Ja, ja, muss er gar nicht eingreifen. Maxi Engel ist dann doch einen knappen Meter über das Tor gegangen, dieser Versuch von Paul Stock. Und es gibt den Abstoß für den OFC. Der es jetzt schaffen muss, nach vorne mehr zu kreieren, mehr Durchschlagskraft an den Tag zu bringen. Jakob Sitzitzberger zu Ronny Marcos. Der Ball wieder bei Steinbach, aber Jopek mit einem weiten Schlag nach vorne abgefälscht und Sitzesberger mit dem Kopf noch dran. Geht über die Seitenlinie und es gibt den Einwurf für Steinbach in die Zentrale zu Stock, der viel vom Spiel hat, wieder gefoult wird. Und es gibt wieder Freistoß für Steinbach, also die halten sich jetzt da vorne in der Kickershälfte und holen hier Freistoß für Freistoß raus. Gute Leute da in der Schaltzentrale mit Stock. Und auch mit Gianluca Corte, der dann das Tor geschossen hat, ja. Nächster Freistoß. Komm, babbel ihn raus. Ja, ja, also Freistoß, Vierrad steht bereit, bringt den jetzt wahrscheinlich hoch rein, so ist es. Und der OFC in Person von Maxi Engel, den hat er sicher, den hat er gefangen, den hat er in den Armen. Und jetzt wirft er ihn schnell, wollte ich sagen, aber nee, jetzt hält er ihn doch noch. Er hätte ihn zu Ronny Marcos werfen können, entscheidet sich aber für Rossmann da hinten, Rossmann zu Zitzelsberger noch im eigenen 16er und der Jakob Zitzelsberger spielt jetzt hinten rum. Jopek mit der Verlagerung nach rechts und zu Rossmann, Rossmann zu Vetter, Vetter mit dem Versuch nach draußen. Ja, den haben wir noch, der ist noch im Spiel. Balic ist das? Nee. Das Reno war das. Ja. Dann aber der weite Ball und der OFC schafft es nicht, sich hinten da rauszuspielen. Ball geht dann über die Seitenlinie und es gibt den Einwurf für Steinbach. Oh. Das Ganze vor Block 3, Block 2, da so an der Grenze. Ja, wohin damit? Denkt er sich jetzt. Jetzt ist er ausgeführt und findet Serkan Firat auf der linken Seite. Nimmt dann Kircher mit, aber Moreno ist dazwischen, hält den Ball im Spiel. Allerdings für Steinbach und Kircher holt sich die Kugel. Dann vorbei an Vincent Moreno, die Flanke, dann die Grätsche Moreno. Und jetzt gibt's die Ecke. Eckball Nummer 5. Ah, aber es gibt Abstoß tatsächlich. Und Rossmann hat Beschwerden. Meldet an, dass gewechselt werden muss. Und unser Athletikcoach Chris Kuglas ist schon mit Dino Kobergovic zum Aufwärmen gegangen. Der Kapitän der U21 wird jetzt also gleich eingewechselt. Für Maxi Rossmann, der erneut, ich glaube, muskuläre Probleme hat. Hält sich an den hinteren Oberschenkel, Adduktorenbereich.
muss runter vom Platz. Das ist natürlich ein Fels, der da wegbricht in der Verteidigung. Wir wünschen natürlich in diesem Zuge direkt Dino Kubegovic alles Gute für seine Einwechslung, die gleich höchstwahrscheinlich erfolgen wird. Gibt Applaus für Max Rossmann, der in den letzten Spielen eine Bank war, muss man wirklich sagen. Auf jeden Fall, also nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz. Und das, was er auf dem Platz gezeigt hat, wenn er fit ist, ist er auf jeden Fall eine Bank, da hast du vollkommen recht. Ist irgendwie tragisch. Es scheint eine alte Verletzung zu sein, die da wieder aufgebrochen ist. Adduktorenbereich, hast du recht, das habe ich auch so gesehen. Jetzt auf dem Weg in die Kabine und mir scheint so ein bisschen, als ob sich die Systematik, ja, der OFC wechselt. Wir hören mal kurz rein. Ja, und da kriegt er natürlich jetzt den aufmunternden, gut gemeinten, gute Besserungsapplaus hier. Während der so, und Dino Kubegovic, also, wir wünschen ihm viel Glück bei seinem Debüt. Jopek wird gestört, kriegt den Ball aber noch los. Lukas Hermes, ah, und dann der Pass von Hosin da in den Lauf von Ronny Markus, leider etwas zu steil gespielt. Da kommt er nicht mehr dran, aber jetzt brauchen wir eben frischen Wind. Bin gespannt, wie Kubegovic es jetzt an der Seite von Zitzelsberger machen wird. Zwei, die so noch nie in der Verteidigung in dem Spiel zusammengespielt haben. Wir drücken definitiv die Daumen. Gütschlü hält den Ball im Spiel, Stock auch, kriegt ihn dann auch noch los zu Sören Eismann, aber Hosina ist schneller und chippt dann in den Lauf in Richtung Damian Balic. Nicht perfekt, ein super Pass eigentlich, aber leider nicht perfekt, und das ist eben dann für Sascha Strujic ein leichtes, den Ball abzulaufen. Immer noch die Kugel am Fuß, wird jetzt verfolgt von Damian Balic und geht dann aber vorbei. Ein Haken, zwei Haken und findet dann in der Zentrale Serkan Firat, der zu Gütschlü, in der Zentrale dann Paul Stock über rechts, Kircher mit der Reingabe, der Kopf von Zitzelsberger ist da, aber aus der zweiten Reihe Eismann, der ihn etwas über das Tor drischt. Ich schätze mal so 3 bis 5 Meter waren das. Ja, also das, ich sehe das so, dass die Balance des Spiels sich jetzt im Moment etwas verlagert hat. Also ich habe so das Gefühl, das Tor für Steinbach fiel ja so mehr oder weniger aus dem Nichts, während der OFC jetzt von hinten raus schön den Ball ins Mittelfeld spielt. Und da ist er wieder bei Steinbach. Aber seit die ihr Tor geschossen haben, spielen sie anders und wir leider auch. So, jetzt Balleroberung im Mittelfeld, schöner weiter Ball da vorne auf Hermes. Der kann ihn nicht behaupten. Ja, schade. Steinbach jetzt wieder im Gegenzug über die linke Seite. Langer Ball ins Mittelfeld. Ronny Markus ist da, spielt zu Zitzelsberger. Zitzelsberger ganz souverän hinten das geklärt. Maxi Engel gespielt, der baut neu auf. Über Moreno. Das ist Kubegovic, gerade eingewechselt. Jetzt den weiten Schlag einfach mal nach vorne gesucht, aber der geht erstmal ins Nichts. Landet dann bei Kevin Ibrahim, dem Torwart der Steinbacher. Und Steinbach im Aufbauspiel mit Langesberg in der Verteidigung. Über die Zentrale dann zu Sören Eismann, wird nicht attackiert, findet dann Kircher auf der rechten Außenbahn, aber der Pass kommt nicht an. Ronny Markus ist da, guter Ballgewinn von ihm. Dann der Pass in die Spitze in Richtung Hosiner, aber Langesberg läuft ihn da ab. Abgefälschter Ball allerdings, deswegen Einwurf für den OFC. Philipp Hosiner überlässt dann Ronny Markus, der sich diesem Einwurf annimmt. 41. Spielminute, es steht 1:0 für den TSV Steinbach-Reiger. Nach einer Ecke haben sie getroffen in der 23. Spielminute. Treffer erzielte Gianluca Korte. Ja, gut, Passstaffette auf der linken Seite, Flanke jetzt von Ronny Markus, aber findet keinen Abnehmer da in der Zentrale. Schade, schade. Und Serkan Firat stoppt ab und sieht dann in der Mitte den durchgestarteten Korte. Der Ball ist aber zu weit. Maxi Engel passt auf und wirft direkt ab zu Björn Jopek. Ja, zu Derflinger, dreht sich einmal. Dann chippt er in die Spitze zu Lukas Hermes. Komm, Junge, setz dich durch. Lukas Hermes hat den Ball noch auf Höhe der Grundlinie. Ein Haken. Und es gibt Abstoß. Denn die Hacke von Hermes war da noch dran. Regt sich da tierisch auf. Ich bin mir nicht sicher, ob seine Hacke da noch dran war. Also für mich sah es klar nach einer Ecke aus. Und so wie er sich echauffiert, gut, ich weiß es nicht. Also egal.
Das wird jetzt keine spielentscheidende Szene sein. Wir müssen weiter versuchen, das zu machen, was wir jetzt in den letzten 3-4 Minuten wieder gezeigt haben, nachdem wir es die ersten 20 Minuten sehr schön gezeigt haben. Wir müssen weiter hochstehen, Druck machen, uns die Bälle im Mittelfeld erkämpfen. Und dann, ja, es müsste einfach mal da vorne einer von den Bällen, die ja durchaus in einem gefährlichen Bereich, sage ich mal, gespielt werden, die müsste man mal verwerten können. Ja, und das ist im Moment leider nicht gelungen. Jetzt Steinbach von hinten raus. Thormann. Kirchhoff. Und dann in die Zentrale gespielt. Gianluca Korte. Doppelpass mit Eismann, aber gut aufgepasst da von Kubegovic. Geht da resolut dazwischen. Zweiter Ball gehört Lukas Hermes. Setzt sich durch. Immer noch Hermes. Abgespielt jetzt zu Derflinger. Derflinger wird gefällt. Und das ist jetzt auch mal ein Freistoß für den UFC. Und das aus vielversprechender Position. Also für einen Linksfuß Jopek oder vielleicht doch auch Derflinger, der Gefaulte, der es selbst machen kann. Aber ich denke, Jopek wird ihn ausführen. Das Ganze ungefähr so 20 Meter vor dem Kasten. Halbrechte Position, also ideal für so einen Linksschuss. In der 43. Spielminute rhythmisches Klatschen von der Waldemar-Klein-Tribüne und auch hier von der Hermann-Nuber-Tribüne. Und dann soll er reingehen, dieser Ball. Björn Jopek, schöner Freistoß, schade. Knapp am langen Pfosten vorbei und da war tatsächlich noch einer dran. Denn es gibt die Ecke, abgefälschter Ball. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Björn Jopek, 2-3 Schritte Anlauf. Oh, ganz knapp. Dann der Ball da in der 43. Minute. Eckball gibt's jetzt für den UFC. Also, diese eine Chance hier vor der Halbzeit. Nochmal 2-4 Ecken. Björn Jopek jetzt auf der linken Seite mit der Ecke. Wieder 3 Schritte Anlauf, hebt den rechten Arm. Eckball kommt hinein in Richtung Elfmeterpunkt. Zweiter Pfosten, Kubegovic hält ihn noch im Spiel. Und Ronny Marcos zieht ab, aber dieser Ball ist eher ein Flugzeugstart. Geht dann über den Kasten. Du, ich mache mich auf den Weg nach unten, denn wir haben gleich ein interessantes Halbzeitinterview mit Dejan Alempic. Deswegen definitiv dranbleiben. Es geht um unsere Futsal-Abteilung und die haben eine extrem gute Saison. Ja, und während der Marius sich jetzt auf den Weg nach unten macht, werde ich euch die letzten 5 Minuten hier alleine kommentieren. Jetzt vermutlich ein weiterer Abschlag. TSV Steinbach. Kevin Ibrahim, jawohl, so ist es. Weit in die Offenbacher Hälfte. Zitzelsberger mit dem Versuch, mit dem Kopf. Ronny Marcos hat geklärt. Steinbacher liegt da am Boden und jetzt gibt es die Unterbrechung. Na, da steht er wieder. Das ist der Mann mit der Rückennummer 18, Gütschlü. Alles gut. Und der OFC. Aus dem eigenen Strafraum, Maximilian Engel schickt seine Leute nach vorne. Ja, geht noch was vor der Halbzeit. Jetzt der zweite Ball auf die linke Seite, Ronny Marcos mit dem Kopf ins Aus. Deswegen gibt es Einwurf für den TSV Steinbach. Den wird ausführen der Tim Kescher. Rechte Seite. Aus der eigenen Hälfte, weit nach vorne geworfen. Steinbach mit dem Kopf verlängert. Immer noch im Ballbesitz auf der rechten Seite. Ein Doppelpass da. Und der OFC dazwischen mit Zitzelsberger hat er schön gemacht. Den Ball und jetzt auf... Ja, das wollte sagen. Und jetzt wunderschön weitergespielt. Das war der Versuch. Aber ja, Ball ist im Ausgelandet. Und der Schiedsrichter sagt auch, jetzt ist es aus. Pfeift zur Halbzeit und... Wir bleiben jetzt noch ein paar Sekunden dran. Wollen wir das Tor noch mal zeigen? Ja. Frage an die Regie. Ja, wir zeigen euch kurz das Tor noch mal und dann gehen wir gleich runter zum Interview. Ja, hier sehen wir es. Bums, da war er drin. Die Ecke zunächst auf den kurzen Pfosten, dann verlängert. Und aus der Verlängerung heraus... Dann einfach mal freistehen, völlig freistehen da aus der zweiten Reihe. Ja, und da kann der Maximilian Engel nichts machen. Gut, dann gehen wir zur Halbzeit und geben dann gleich wieder runter zum Marius.
So, zum Halbzeitinterview haben wir einen ganz speziellen Gast heute, Dejan Alempić. Schön, dass du bei uns bist. Servus, grüß dich. Ja, und du hast frohe Botschaft mitgebracht. Futsalmannschaft, OFC Pars, so erfolgreich wie noch nie. Also das große Ziel war ja der Aufstieg in die Bundesliga. Wie ist die Saison bisher gelaufen, mein Lieber? Die Saison ist fantastisch gelaufen. Wir sind, ich glaube, 3 oder 4 Spieltage vor Schluss Meister geworden und stehen jetzt in der Relegation, die wir schon zur Hälfte sehr gut bestritten haben. Optimal. So wäre meine Anschlussfrage gewesen. Jetzt geht es in die Relegation. Um was geht es da? Was ist da? Was sind denn die Regeln? Wie oft müsst ihr spielen und gegen welche Mannschaften? Also die Relegation ist aufgeteilt in 2 Gruppen. Wir haben 5 Regionalligameister und den Bundesliga-Relegationsabstiegsplatz. Das sind dann 6 Mannschaften, die werden in 2 Dreiergruppen geteilt. Jeder spielt jeder gegen jeden, Hin- und Rückspiel, und der Erste aus der jeweiligen Gruppe steigt dann in die Bundesliga auf. Du hast gerade schon erwähnt, es läuft bisher ganz gut. Welche Spiele habt ihr schon absolviert? Ich habe gelesen, 10-0 gewonnen das letzte Spiel, ne? Und du hast 3 Tore geschossen. Ja. Wir haben in Hamburg das erste Relegationsspiel 7-3 gewonnen, das zweite Auswärtsspiel in Mainz 10-0 gewonnen, und heute Abend erwarten wir um 18.30 Uhr Hamburg. Sehr schön. Und zwar wo? In Neusenburg, in der Alice-Straße 118. Also definitiv Werbung in eigener Sache. Wer noch Zeit hat heute Abend, das lohnt sich sehr. Ich war selbst mal auf jeden Fall schon da. Wir haben das auch kommentiert mit Kickers TV. Extrem schneller Sport auch, ne? Futsal und Fußball. Was würdest du sagen, sind so die Hauptunterschiede? Ja, man muss einfach im Kopf schneller schalten. Es geht die ganze Zeit vor, zurück. Man hat nicht so viel Zeit wie auf dem Platz. Also ist schon definitiv geile Sportart. Also das Kognitive ist so ein bisschen mehr im Vordergrund. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, aber ich habe noch eine Ankündigung, und zwar das große Spiel, auf das wir hier alle uns freuen. Natürlich erstmal heute Abend in Neu-Isenburg, aber auch nächstes Wochenende, am 21.05. Da spielt ihr nämlich in der ESO-Sportfabrik, und da könnt ihr eigentlich schon alles klar machen, oder? Also wir können heute Abend schon tatsächlich alles klar machen. Uns fehlt ein Punkt zum Aufstieg in die Bundesliga. Aber wir spielen am 21. zu Hause gegen Mainz und wollen da eine Rekordkulisse haben. Also es wäre schon cool. Also ich würde mich freuen, wenn jeder Mann, der Zeit und Lust hat, vorbeikommt. Ja, also wird schon cool. Definitiv. Das Ganze werden wir auch nochmal bewerben. Klar, auf unseren Social-Media-Kanälen. Kickers TV wird auch vor Ort sein. Wir hoffen auf eine pickepackevolle ESO-Sportfabrik. Dejan, viel Glück heute Abend. Hab mich gefreut, dass du heute hier warst, und alles Gute. Dankeschön, Maris. Ciao.
So, da sind wir wieder zur zweiten Halbzeit. Die nächsten, ja, 45 Minuten. Jetzt geht's also gleich los mit Halbzeit Nummer 2. Es gibt zunächst keine Wechsel beim UFC. Einen mussten wir schon vornehmen. Maximilian Rossmann. Ah, aber doch, da macht sich gerade einer bereit. Julian Albrecht wird kommen. Für Damian Barlic. Da Barlic, der eigentlich auch einen Aktivposten war, finde ich, in Halbzeit 1, hat es gut gemacht. Und jetzt wird umgestellt in eine Dreierkette. So sieht es, glaube ich, aus. Vetter, Kobegovic und Zitzelsberger. Oh, in der Dreierkette. Schiedenspieler links Ronny Marcos, rechts Vincent Moreno. Doppelsechs Albrecht und Jopek. Davor dann Derflinger. Achtung, jetzt aber Steinbach erstmal über die rechte Seite. Mit Serkan Firat mit der Flanke auf den langen Pfosten. Aber zum Glück in den Rücken gespielt. Von seinem Mitspieler. Ja, das war hinten rausgeklärt von Jürgen Albrecht auf die Brust von Hosina. Dann Jopek weit nach vorne. Komm, Junge. Aber gut gemacht dann von Langesberg leider vom Verteidiger. Der Steinbacher zurückgeköpft zu seinem Torwart, um das Ganze nochmal auszuführen. Also Doppel-6. Dann Albrecht und Jopek. Und jetzt haben sie sich doch wieder umformatiert. Also im Angriff hatten sie gerade eine Dreierkette. Und jetzt in der Verteidigung bilden sie doch wieder eine Viererkette. Müssen wir mal gucken in den nächsten Minuten, wie sich das Ganze verändert. Erstmal Freistoßpfiff und wieder ein Freistoß für Steinbach. Das Ganze auf Höhe der Mittellinie. An der rechten Seite dann Serkan Firat mit der Hacke weitergeleitet zu Paul Stock. Und dann gibt es aber erstmal Einwurf für Ronny Marcos auf der linken Seite. Ganz wichtig jetzt, diese Spannung hier reinzubringen in dieses Spiel. Also mit breiter Brust aufzutreten und Durchschlagskraft zu zeigen. Ich darf jetzt hier auf keinen Fall schlurig oder sonst was werden. Steinbach mit einem weiten Ball auf die rechte Seite. Arif Güçlü behauptet die Kugel, legt den Ball zurück dann zu Paul Stock. Abgefälschter Ball, dann aber von Jopek ins Seitenhaus. Gibt den Einwurf wieder für Steinbach auf Höhe des 16ers. Flanke, Elfmeterpunkt, aber zu hoch für Singer. Steinbach kommt nochmal über die linke Seite. Sascha Strujic gegen Julian Albrecht. Strujic setzt sich da durch, also der hat auch eine enorme Klasse. Chipball dann in den Strafraum, aber Kobegovic ist da, geht auf Nummer sicher und schlägt das Leder dann weit über die Seitenlinie ins Aus. Wiederholter Einwurf jetzt also für Steinbach. Ja, die Steinbacher sind unverändert aus der Kabine gekommen. Jetzt Einwurf auf Höhe des Strafraums von der linken Seite. Kann nicht sehen, wer es ist, aber der Ball kommt ja nicht ganz so weit wie von Zitzelsberger, kommt aber in den Strafraum. Schussversuch, abgeprallt vom Rücken von Derflinger, glaube ich, und Maxi Engel hat ihn jetzt in der Hand und wird von hinten abwerfen, vermute ich mal. Nee, der weite Schlag wird kommen, nach vorne, ins Mittelfeld, so ist es. Da Hosiner mit dem Kopfversuch, aber der Ball schon wieder in den Reihen der Steinbacher, jetzt der weite Ball nach links. Ja, da ist er schon im Strafraum. Mit dem Schussversuch wieder geblockt. Ui, das hat aber wehgetan. Aber zweite Ball bei Steinbach. Ronny Marcos köpft raus. Jopek jetzt mit dem Versuch einer Erklärung. Aber irgendwie kriegen wir die Kugel da nicht weg. Jetzt auf der halbrechten Seite. Und der Chipballversuch. Ja, es kommen die Bälle nicht an bei Steinbach und es kommen die Bälle bei uns nicht an. Hoffentlich kommt der jetzt an. Jawohl, Mike Vetter schön rausgespielt auf die linke Seite. Jetzt kommt der weite Ball nach vorne. Hosin, der läuft da. Ja, den kann er nicht kriegen. Aber die Idee, da hinzuspielen, war richtig. Richtig, von der Finger kam die Idee. Das hat gegen FSV gut geklappt. Hier noch nicht. Noch nicht. Wir haben nämlich noch einige Minuten hier in Halbzeit 2. Wir sind gerade mal in der 49. Minute. Steinbach kommt besser aus der Kabine. Aber der UFC arbeitet sich jetzt rein. Ronny Marcos zu Björn Jopek. Jopek wieder zu Marcos, der wieder auf den Beinen ist. Dann weit nach vorne
in Richtung Hosina, aber Langesberg gewinnt das Kopfballduell. Nach vorne geht der Ball dann auf Steinbacher Seite, Paul Stock. Und der Chipball in die Spitze zu Jonas Singer, abgelegt mit der Hacke zu Güçlü, aber gut aufgepasst. Von Dino Kubegovic. Erstmal raus aus der Gefahrenzone. Und Sascha Strujic nimmt die Kugel auf, zurück zum Torwart. Weil es nach vorne nicht geklappt hat. Angelaufen jetzt von Hermes. Aber sie finden Stock und er hat das Auge auf der rechten Seite für Kircher. Stock gut dazwischen gegangen von Björn Jopek. Aber das hat Stock wehgetan. Dieses Reingehen von Björn Jopek auf Höhe der Mittellinie. Hat der Ball und anscheinend auch ja, mit den Stollen wahrscheinlich so ein bisschen den Knöchel geschrappt von Paul Stock, kann ich mir vorstellen. Hält sich da den linken Knöchel. Hat ihm wehgetan. Ja, was mich wundert, der ist so ein bisschen verzögert gefallen. Der Ball schien eigentlich schon gespielt zu sein und dann gab es aber nochmal irgendeinen Körperkontakt. Will ihm auch da gar nichts unterstellen und nicht abstreiten, dass er ihn wirklich getroffen hat. Aber gut, sei es drum. Jetzt gibt es Freistoß direkt in Höhe des Mittelkreises. Drei Steinbacher stehen da zusammen. Ball wird lang zentral nach vorne reingespielt werden. So, auf die linke Seite gespielt, aber Vincent Moreno ist da. Und mit dem Kopf von Hermes geht es weiter nach vorne in die Spitze. Sascha Strujic nimmt den Ball auf und spielt zurück zu Kevin Ibrahim, der weit nach vorne diagonal auf die rechte Seite, abseits aber gepfiffen, denn Firat stand dort drin. Und es gibt Freistoß natürlich. Jetzt für den OFC, Zitzelsberger will ihn ausführen. Das Ganze etwa 20 Meter oder 15 Meter vor dem eigenen 16er. Also 31 Meter vom Tor entfernt. Richtig. Gut gerechnet. Mike Vetter zu Zitzelsberger, der dann im Halbraum zu Jopek, der wieder zu Zitzelsberger. Aber der Ball schon wieder zurück. Gianluca Korte, der Torschütze zum bisher einzigen Tor des Spiels, bleibt aber an Zitzelsberger und an Jopek hängen. Jopek, 3-4 Haken, immer noch Jopek. Jetzt wird er den Ball los zu Zitzelsberger. Und der dann hoch und weit auf die linke Seite. Gut, aber von Hosina, der jetzt Hermes auf die Reise schickt. Aber da ist auch ein Abwehrspieler des TSV Steinbach, und zwar Benjamin Kirchhoff zur Stelle. Gut, jetzt von Moreno auf der rechten Seite holt er sich die Kugel zurück und holt zumindest einen Einwurf raus für den OFC. Schnell ausgeführt in Richtung Hermes gegen Kirchhoff. Geschiebe, Gedrücke, aber alles nicht freistoßwürdig. Stattdessen kommt Steinbach über die Zentrale mit Paul Stock. Bleibt aber hängen an Zitzelsberger. Und da ertönt jetzt der Pfiff für einen Freistoß. Gibt also sogar die gelbe Karte. Also wenn er da pfeift, muss er zwingend die gelbe Karte ziehen. Er hat es gewertet als ja, eine Art Notbremse und ja, kann man geben, aber kein böses Foul oder so. Gut, von da schießt man jetzt auch nicht direkt aufs Tor. Insofern ist die gelbe Karte natürlich ärgerlich für Zitzelsberger, aber was mich so ein bisschen wundert ist, wir haben ja gezeigt, oder der OFC hat ja gezeigt, dass er es richtig spielen kann und dass er einen Plan hat und dass er hoch steht und dass er presst und dass die Bälle auch ankommen. Aber jetzt in der zweiten Hälfte ist das noch nicht der Fall. Jetzt wird der Freistoß ausgeführt, zentral in den Strafraum. Die Kickers erstmal geklärt. Und der zweite Ball bei Steinbach. Da ist es noch eng und jetzt haben wir die Chance. Oh. Chance für den Konter vor der Mittellinie und Derflinger, der dann gehalten wird. Und es gibt Rot für Notbremse gegen Serkan Firat. Gegen seinen alten Verein sieht er hier die rote Karte. Hosina, der Derflinger da auf die Reise geschickt hat. Und dann gibt es eben das Halten und Zupfen von Firat gegen Derflinger, der da clever kreuzt. Und das ist rot. Und Freistoß für den OFC. Hier sehen wir es nochmal, die Situation. Gleich in der Wiederholung, in der Slow Motion. Da wird es besser zu sehen sein. Rote Karte. Gut gespielt. Den Ball vor der Mittellinie, sodass es auch kein Freistoß ist. Und dann gibt es die Berührung. Die nimmt Derflinger natürlich clever an. Auch wenn es jetzt nichts Grobes war. Aber letzter Mann. Das ist Rot in der 45. Minute.
Ja, und jetzt geht er vom Platz, Serkan Firat, unterpfiffen, aber für uns ist wichtig, dass es hier gleich diesen Freistoß gibt. Das Ganze aus einer guten Position für Björn Joppe. Ja, das ist richtig. Also das war für Serkan Firat natürlich, ich sag mal, eine etwas unglückliche Situation, denn er wollte ihn jetzt nicht faulen. Aber Derflinger hat sehr geschickt ihn da den Laufweg gekreuzt und es blieb dem Firat im Grunde genommen nichts anderes übrig, als ihm hinten in die Hacken zu laufen. Und insofern war es faul ausgeführt. Jetzt der Freistoß von Jopek nach links auf Hosiner, der mit dem Ball in den Strafraum, ja, da wäre Lukas Hermes beinahe mit dem Kopf dran gewesen, aber ja. Steinmach kommt dann aber nochmal über die linke Seite und klärt dann clever diesen Ball. So, und jetzt wollen wir natürlich was sehen in Überzahl in den letzten 35 Minuten dieses Spiels. Moreno auf Kubegovic, auf Ronny Marcos. Und jetzt brauchen wir einfach nur offensiv Powerplay. Das wünsche ich mir jetzt. Egal wie es hinten läuft, wir müssen jetzt endlich mal Tore erzwingen, verdammt nochmal. Ja, wir müssen jetzt im Grunde genommen zu 11 gegen 10 so spielen, wie wir gegen Balingen zu 10 gegen 11 gespielt haben. Wir müssen rennen, kratzen, beißen, kämpfen. Es muss, dieses verdammte Tor muss rein und dann läuft es auch wieder anders. Ich habe auch ein sehr gutes Gefühl, dass das jetzt in den nächsten 10 Minuten klappen wird. Du sagst es, Tim Bossert, die Flanke von Jopek erstmal länger und länger, landet dann aber dann doch bei Vincent Moreno auf der rechten Seite, zurückgelegt zu Jürgen Albrecht mit der Flanke auf den langen Pfosten Richtung Jopek. Der versucht den Ball abzulegen, aber in der Zentrale schaltet keiner. Und Steinbach kann erstmal rausklären. Zweiter Ball ist aber bei Jürgen Albrecht. Und jetzt wird auch das Stadion mal wieder lauter. Dieses Emotionale, diesen Moment, den brauchten wir alle. Und jetzt müssen wir das Ganze umwandeln in Chancen und dann im Endeffekt hoffentlich auch in Tore. Man kann im Grunde genommen sagen, dass ein Ex-Offenbacher das Publikum wieder aufgeweckt hat, ja. So, Steinbach jetzt mit dem Versuch zentral, aber schön abgefangen vom OFC auf die rechte Seite gespielt. Da hat Moreno jetzt den Ball, da könnte er gehen. Und jetzt muss der Ball kommen. Ja, er ist noch im Ballbesitz zentral, spielt er aber auf Jopek, Doppelpass. Moreno wieder, jetzt auf die linke Seite gespielt. Sehr schön. Haben sie wieder Schuss gefordert, aber jetzt kommt erstmal die Flanke von Ronny Marcos, bleibt dabei hängen. An Kircher, ja, Schuss wurde von Moreno natürlich gefordert in der Zentrale, hat den Ball aber auf links gehabt. Nicht leicht dann abzuziehen. Abgefälschter Ball von Vetter kommt bei Jürgen Albrecht an. Der zurück zu Kubegovic. Und von dort erstmal zum Torwart. Nimmt Zitzelsberger mit. Zitzelsberger zu Björn Jopek und die Waldemar Kleintribüne. Sie ist laut. Sie ist bissig. Jetzt Sonny Marcos in den Halbraum gespielt. Lukas Hermes. Abseits. Der Flinger steht da im Abseits. Ball landet zwar im Tor, aber schon längst davor abseits gepfiffen. Und diese Unterbrechung nutzt jetzt der TSV Steinbach-Haiger zum Auswechseln. Doppelwechsel wird es geben. Singer geht vom Feld. Jonas Singer. Obwohl, er geht nur zum Beraten. Mit dem Torwart oder mit dem Trainer gespannt. Jetzt sehen wir es gleich auf der Anzeigetafel. Nummer 33 geht vom Feld. Sören Eismann, für ihn kommt Mick Gudra mit der Nummer 38. Und weiter vom Feld geht außerdem die Nummer 22, Gianluca Korte, der Torschütze, zum 1:0. Und für ihn kommt dann Donny Bogicevic. Also Doppelwechsel bei den Steinbachern. Das soll uns aber jetzt nicht aufhalten, hier weiter nach vorne zu spielen. Nee, sollte uns nicht aufhalten. Das ist natürlich jetzt auch taktisch bedingt bei Steinbach vollkommen klar. Wenn du zu 10 spielst, stellst du das System um. Interessiert uns aber ehrlich gesagt nicht. Uns interessiert nur, ob wir jetzt den Schwung, den wir hier durch diesen Platzverweis, der das Stadion wieder wach gemacht hat, ob wir diesen Schwung jetzt nutzen und das machen, was wir die letzten 5 Minuten gemacht haben, nämlich wieder gallig und bissig sind und das Ding irgendwie da vorne reinbringen, damit das Spiel wieder eine andere Balance hat. Langer Abstoß oder Freistoß vom Steinbach-Keeper und Derflinger wird jetzt gefühlt zum 7. Mal in diesem heutigen Spiel für einen Mini-Scharmützel zurückgepfiffen. Ah. Es gibt aber Freistoß. Das müssen wir hinnehmen. Für Steinbach halbrechte Position.
38 Meter werden es schon sein. Zum Tor. Mann, Mann, Mann. Aber wir haben noch genug Zeit. 60. Spielminute. Eine gute halbe Stunde plus, ich sag mal, 4 Minuten Nachspielzeit. Wenn es so weitergeht. Freistoß erstmal von Steinbach. Und Tor von Benny Kirchhoff. Der da früher als Maxi Engel an den Ball kommt. 2:0 für Steinbach in Unterzahl. Meine Güte. Mann, tut das weh. Hier haben wir ihn. Kirchhoff, der einläuft, kein Abseits und sich dann im Rücken von Mike Vetter wegstiehlt. Max Engel verschätzt sich ein bisschen dabei. Und dann landet der Ball im Tor in der 60. Minute. 2:0 für Steinbach. Ja, es sah für mich zuerst so aus, als ob Engel vorbeigegriffen hat, aber da konnte er nichts machen. Er war machtlos. Der Kopfball, das war ja einfach. Wir sind nicht mitgegangen. Ja. Die waren gedanklich etwas schneller und ja, jetzt steht es 0:2. Und das in eine Druckphase vom OFC rein, das ist bitter. Genauso wie das 1:0 für Steinbach vorhin aus dem Nichts eigentlich gefallen ist, fällt jetzt das 2:0. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie wir mit dieser Situation umgehen. Der OFC mit einem Mann mehr auf dem Platz nach dem Platzverweis für Serkan Firat. Und ja, jetzt heißt es sich schütteln und dranbleiben und einfach das zeigen, was Kickers Offenbach ist. Ja, jetzt muss Hass und Wut freigemacht werden und aus Wut kann dann eine Power entstehen. Das ist ganz wichtig jetzt im Halbraum. Hosina, der den Ball eigentlich gekonnt, weiterleitet zu Ronny Marcos an der Eckfahne. Wird gestellt, findet dann aber doch wieder Hosina. Abgegrätscht, gibt den Einwurf. Für den OFC. Ronny Marcos wird ausführen. Komm jetzt! Jetzt brauchen wir dieses Tor endlich mal. Einwurf rausgeköpft. Zweiter Ball bei Ronny Marcos. Nimmt er direkt als Flanke. Landet dann aber im Rückraum. Aber Jörn Albrecht holt sich diese Kugel, Marius. In die Spitze gespielt zu Derflinger. Und wieder ist es ein Foul. Wow. Die Regel dazu lautet Bein gestellt, auch wenn es ziemlich weit oben war, aber er hat ihn behindert beim Rauslaufen und insofern Freistoß für Steinbach, der wird ausgeführt von deren Torwart, von Kevin Ibrahim. Ja, Steinbach hat jetzt natürlich alle Vorteile in der eigenen Hand. Die können hier mit 10 Mann sich hinten reinstellen, können natürlich auf Konter spielen. Jetzt der lange Ball nach vorne und den haben wir geklärt. Zunächst mal. Ja, es sieht so aus, als ob wir ihn geklärt haben. Noch haben wir ihn nicht geklärt. Jetzt spielt er hinten rum. Albrecht. Querpass zu Ronny Marcos. So, nach vorne bitte. Jakob Sitzelsberger im eigenen Strafraum. Dann zu Dino Kubirgovic. Abgebremst und zurück zu Engel. Nimmt dann Jakob Sitzelsberger mit. Und jetzt zu Jopek auf der linken Seite. Findet dann Ronny Marcos. Jetzt heißt es, die Überzahl auszunutzen mal. Zitzelsberger. Wieder zu Ronny Marcos. Und Steinbach steht da hinten gut. Zitzelsberger muss den Ball jetzt endlich loswerden. Findet dann Dino Kubirgovic. Der jetzt mal den Ball nach vorne treibt. Und zu Julian Albrecht spielt. Albrecht. Ins Ausgespielt, der Ball. Gibt einen Einwurf für Sascha Strujic. Es ist schon schwer, Worte zu finden für die aktuelle Situation. Für die Situation auf dem Platz. Jetzt aber vielleicht mal Hosina. Wird aber von 2 Spielern beackert. Kriegt zumindest den Freistoß für sich gepfiffen. Schleunigst muss jetzt das Blatt gewendet werden auf dem Feld. Björn Jopek. Kurz ausgeführt zu Vincent Moreno. Vincent Moreno. Mit dem Pass in die Spitze, aber der verrutscht ihm dann völlig. Und ab ins Tor aus. Ja, ich sehe das auch so. Also den wollte er da bestimmt nicht hinspielen. Der ist ihm über den Spann gerutscht. Also wir haben im Moment, sehen wir genau das, was wir die letzten Wochen sehen. Wir sehen dieses symptomatische,
ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Pech, ist es Pech. Wir fangen hinten die einfachen Dinger und machen vorne die besten Chancen nicht rein. Oder noch schlimmer, wir kriegen die Chancen nicht. Bis zum 16er, alles super, alles gut, aber da vorne in der Box viel zu wenig Druck, leider. Und dann darfst du halt hinten nicht zweimal solche Dinger fangen, ja. Aber es ist halt so. Und wir liegen 0-2 hinten. Und jetzt hat er den gegnerischen Tormann sehr schön angelaufen, der Lukas Hermes, aber der hat ihn geklärt ins Mittelfeld zentral. Vetter den Ball geklärt und Lukas Hermes war Zug auf Posiner zu spielen. Jetzt geht er selber, macht er selber, dringt in den Strafraum ein auf der rechten Seite. Noch eine Drehung. Jetzt muss er abspielen. Jetzt muss das Abspiel kommen. Da kommt das Abspiel. Ja. Und wieder zurückgespielt auf Vincent Moreno. Und dann ganz zurück zu Kubegovic. Wir müssen jetzt vorne dranbleiben und nicht mehr so oft zurückspielen. Luther Diagonalball auf Vincent Moreno. Der nimmt Jürgen Albrecht mit. Jetzt im Halbraum zu Derflinger, der wieder zu Albrecht. In der Mitte ist Vetter mit ein bisschen Platz da. Aber der Ball in die Spitze kommt auch nicht an. Abpraller landet bei Zitzelsberger. Der Kubegovic nochmal mitnimmt. Der mit dem Chipball in die Spitze in Richtung Lukas Hermes. Rausgeköpft. Zweiter Ball ist bei Mike Vetter. Wieder zu Hermes. Vetter. Halblinke Position. Vetter zu Derflinger. Alles extrem eng da hinten drinnen. Und dann im Endeffekt weggegrätscht. Der Ball. Und die Forderung von außen ist, glaube ich, jetzt auch, schießt. Ronny Marcos, Flanke wieder auf den Kopf von Langesberg. Abraller landet bei Zitzelsberger. Viel Platz jetzt für Albrecht mit dem Schuss, der aber dann links am Winkel vorbeizischt. Ja, 66. Minute, es steht 2-0 für Steinbach. Und der OFC wird nochmal wechseln. Zweifach. Rafa Garcia und Noah Vuko werden kommen. Noah Vuko auch ein Youngster, der jetzt hier mal Regionalliga-Luft schnuppern soll. Es wird probiert, es wird getestet, schon für die nächste Saison. Trotzdem ganz, ganz wichtig hier noch ein paar Ansätze und Nadelstiche zu setzen und das vor allem in Überzahl, von der man im Moment noch nicht viel sieht. Ja, da hast du recht, Marius. Aber ich frage mich jetzt so langsam, es ist ja nicht so, dass sie es nicht versuchen würden. Und sie kämpfen ja auch. Es ist einfach, Pech ist immer so ein dummes Wort, aber vieles da vorne läuft dann halt letztlich doch nicht zusammen. Und was du sagst, jetzt kommt wahrscheinlich gleich noch ein U21-Spieler rein, im Hinblick auf die neue Saison ist das alles schön und gut, aber es ist ärgerlich, weil wir haben ganz gut angefangen, jetzt faul an Posiner in zentraler Position und der Schiri hat es gesehen und pfeift das. Also gleich kommen nochmal zwei frische Kräfte, auf die wir uns freuen können. Erstmal jetzt den Freistoß hier für den OFC. Noah Vuko wird kommen, ein 18-jähriger U19-Spieler. Ja. Flanke. Oh, im zweiten Pfosten lauert Jakob Zitzelsberger nach der tollen Flanke von Christian Derflinger. Aber sein Stollen trifft einfach den Ball nicht. So, schauen wir uns das nochmal an. Wie hast du es gesehen? Ja, ich habe es genauso so gesehen wie du. Ich habe schon den Torschrei auf den Lippen gehabt. Ja, also eigentlich eine klare Chance. Und genau das ist es, was ich meine. So ein Ding geht bei den Steinbachern dann rein. Und wir haben im Spiel 4 oder 5 von den Dingern und die gehen nicht rein. Jetzt wird der Wechsel stattfinden. Lukas Hermes geht vom Feld. Und Vincent Moreno wird auch vom Platz gehen. Für die beiden kommen dann also Rafa Garcia und Noah Vuko in die Partie. Sehr gespannt. Und mit der Nummer 19, Noah Vuko. Also, auch ihm wünschen wir ein gutes Gelingen, ein gutes Debüt hier für den UFC. Kam aus der Waldorfer Jugend, Rot-Weiß Waldorf, dann zum UFC in die U19. Bin gespannt,
wie er es machen wird. Reiht sich da vorne ein in der Offensive. Arif Güçlü erstmal nach dem Abschlag von Ibrahim. Ball weitergeleitet und Vetter bleibt am Boden liegen nach diesem Zweikampf. Der SV Steinbach weiterhin mit dem Ball am Fuß. Jetzt spielen sie ins Aus. Und Mike Vetter hält sich da den hinteren rechten Oberschenkel. Und hat Schmerzen. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte kann es weitergehen für Mike Vetter, unsere OFC-Galionsfigur der letzten Jahre. Erstmal gibt es hier einen Einwurf für den OFC, den sie natürlich dann auch fairerweise auf die andere Spielhälfte schießen werden. Bis zum anderen Torwart und jetzt kann es weitergehen. Mike Vetter trabt durchs Mittelfeld, schaut, ob es jetzt nochmal geht. Abschlag jetzt für Ibrahim in der 71. Spielminute. Weit nach vorne gespielt. Ja, gut Spiel verlängert. Sitzitzberger auch nochmal dran. Dino Kurbegovic dann mit dem Kopf. Steinbach gefährlich. Aber weggeklärt von Julian Albrecht. Und geklammert und gehalten gegen Hosina. Aber kein Pfiff ertönt. Steinbach kommt über die rechte Seite mit langen, großen Schritten. Dann der Flanke. Aber das ist sichere Beute für Max Engel. Und er wirft ab rechts zu Julian Albrecht. Gut gesehen. Direkte Mitnahme von Albrecht. Und er versucht dann Garcia mit reinzunehmen in die Kampagne. Aber stattdessen Arif Güçlü mit dem Ballgewinn. Gibt jetzt den Einwurf für TSV Steinbach. Und Garcia regt sich da höllisch auf, sieht dafür die gelbe Karte. Ja, das ist purer Frust bei der Mannschaft. Ist ganz klar. Die haben extremen Frust aus den letzten Wochen. Sehen jetzt hier, dass sie hier 0-2 zurückliegen mit 11 Spielern gegen eine dezimierte Mannschaft. Das ist alles gerade natürlich auch für sie absolut zum Haare raufen. Eine extrem schwierige Situation. Da einen Funken Hoffnung zu sehen, ist einfach mega schwer. Es geht jetzt einfach darum, Spielabläufe einzustudieren, schon für nächste Saison. Wir haben viele, viele dieser Spieler unter Vertrag. Die müssen besser zurechtkommen mit dem System auf dem Platz. Und darum geht es jetzt einfach. Hast du das eben gesehen? Also Ronny Marcos scheint irgendwie aus einem Material geschaffen zu sein, was mit Gummi was zu tun hat, wie er da geflogen ist. Steht auf und führt den Freistoß selber aus. So, jetzt zu Mike Vetter, der auch wieder rund läuft. Das ist sehr gut. Ja, wir kriegen den Ball da nicht in die Spitze gespielt. Steinbach im Mittelfeld jetzt mit dem Ball nach halb links zentral jetzt in die. Ja, und die machen das, was hier gefordert wird und was wir leider viel zu selten machen. Die schießen. Die spielen den Ball, das sind im Grunde genommen ganz einfache Mittel. Die spielen den Ball zentral, sie spielen ihn nach vorne und einer, der den Ball da vorne hat, der schießt halt einfach mal drauf. Maxi Engel lenkt ihn zur Ecke und demzufolge gibt es die, wenn ich richtig gezählt habe, sechste Ecke. Fünfte Ecke tatsächlich für Steinbach. Von der rechten Seite. Ja, das war eine gute Chance für sie, gerade in der 73. Minute. Kurz ausgeführte Ecke, Flanke soll reinkommen, wird aber geblockt von Rafa Garcia. Und dann gibt es Einwurf für Steinbach. Von der rechten Seite lassen sich da ewig Zeit. Kircher, der langsam aber sicher dorthin trabt, jetzt Hilfe bekommt von Björn Jopek, dass er den Ball auch findet. Und da gibt es jetzt diesen Einwurf vor Block 1 der Waldemar Kleintribüne. Komm, jetzt wirf bitte. In den 16er geworfen zu Arif Güçlü, der mit dem Kopf dann ablegt, aber Mike Vetter ist da. Abseits dann gepfiffen, ne? Nach der Kopfballverlängerung von Güçlü anscheinend. Jetzt gibt es auch nochmal eine gelbe Karte für einen Steinbach-Spieler, für Kircher. Tim Kircher. Freistoß für den OFC. So, 16 Minuten noch
Tim, was machen wir aus den 16 Minuten? Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit dem Toreschießen und dann gucken wir mal, ob wir in der Nachspielzeit dann das Siegtor zum 3:2. Nein, also jetzt mal Spaß beiseite, aber der Spielstand spiegelt meiner Ansicht nach nicht das Spielgeschehen wieder. Und das ist das Ärgerliche. Also wir spielen hier nicht wie eine Mannschaft, die zu Hause 2-0 mit rechts zurücklegt und Hosiner mit dem Versuch einer Flanke geht aufs Tordach oder sogar übers Tor drüber. Insofern hat das nichts gebracht. Ja, wir spielen es nicht zu Ende da vorne. Es ist einfach, es zieht sich wie ein roter Drecksfaden durch die letzten 7-8 Spiele und mir fehlen so ein bisschen die Worte, aber das geht uns allen so. Das Publikum ist relativ ratlos. Ja, es ist jetzt so ein Sommerkick, kommt mir vor wie so ein Spiel in der Saisonvorbereitung. Steinbach macht nicht mehr, als sie machen müssen, und das reicht, um uns vom Tor wegzuhalten. Und das mit 10 Mann, das sagt eigentlich alles aus. Strojic mit einem weiten Ball über die linke Seite. Gut dazwischen gegangen von Dino Kobegovic. Gibt den Einwurf für Steinbach. Und für unsere 16ers zurückgelegt zu Strojic. Der mit der Flanke mit links in den 16er. Arif Güçlü weitergeleitet zum Mann mit der Nummer 7. Das ist Bogicic eingewechselt worden. Jetzt an der Grundlinie vorbei an Vetter und an Björn Jopek. Und es gibt Elfmeter für Steinbach. Foulspiel an Bogicic wird gepfiffen. Oder Bogicic, pardon, vor Björn Jopek. Wir haben es in der Wiederholung nochmal. Geht da an der Grundlinie lang und kriegt dann eventuell die Berührung von Jopek von hinten. Schauen wir hier. Er ist vorbei an Vetter, hält ihn da gut weg. Und dann ist es Jopek, der ein bisschen zu ungestüm da zur Sache geht. Elfmeter für Steinbach. Arif Güçlü steht bereit, den auszuführen. Mann. Also Kopfschütteln hier überall. Das ist kaum zu glauben. Der Engel wird den jetzt halten. Ich weiß es genau. Jetzt ist er ausgeführt, der Strafstoß. Und er schießt vorbei. Vorbei geschossen, dieser Elfmeter von Arif Güçlü. Das ist schon Wahnsinn. Links am Tor vorbei. In der 77. Abstoß, OFC. Meine Güte. Und Julian Albrecht, der dann zu Fall gebracht wird, aber kein Freistoß für den OFC, gibt stattdessen nur Einwurf für Steinbach. Kircher, weit nach vorne geworfen, Zitzisberger gewinnt das Kopfballduell gegen Güçlü. Gudra kommt nochmal drauf, aber Ronny Marcos dann mit dem Chip nach vorne, findet aber keinen Mitspieler. Das gibt's doch alles gar nicht. Albrecht raus. Hinten raus in Richtung Sturm, in Richtung Hosiner, dem man es richtig ansieht, dass er sowas von genervt ist von diesem Spielstand. Paul Stock zu Strujic, der links raus. Wieder zu Strujic in der Grundlinie, wird abgegrätscht. Gut getimte Grätsche von Zitzelsberger. Und dann ist es Kobegovic rausgechippt zu Noah Vuko. Ihr habt noch nicht gesehen, aber jetzt mit dem ersten Fehlpass Noah Vuko. Aber die beiden Nachwuchsspieler, Kobegovic und Noah Vuko, die regeln das dann wieder zusammen. Jetzt über links Marcos und Albrecht ins Zentrum zu Garcia. Rafa Garcia, was hat der noch im Köcher? Garcia erstmal links raus zu Ronny Marcos gespielt. Der zurück zu Zitzelsberger. Dann auf die rechte Seite zu Kobegovic. Ja, der OFC findet im Mittelfeld irgendwie die Lücken nicht. Jetzt mal ein schöner Ball auf Garcia zentral und da ist er schon wieder abgelaufen. Also wir finden in der Mitte da kein Mittel, um da Druck zu entwickeln. Und insofern geht nach vorne auch nicht viel. Vetter jetzt mit der Hand am Trikot und da gehört die Hand nicht hin. Und das sieht der Schiedsrichter so und deswegen zeigt er ihm den gelben Karton. Ja, das hat jetzt mit Frust nichts zu tun. Da ist er ganz einfach zu langsam gewesen, weil er in der Vorwärtsbewegung war. Und dann
hinten in die Rückwärtsbewegung nicht schnell genug kam. Aber es spielt alles keine Rolle. Wir finden die Räume nicht im Mittelfeld. Die Steinbacher machen das natürlich auch geschickt mit ihren 10 Mann, beziehungsweise 9, die jetzt als Feldspieler hier noch zur Verfügung stehen und machen die Räume dicht. Und dann kontern sie. Und dann kriegen sie einen Freistoß. Und den werden sie jetzt ausführen und dann wird wahrscheinlich Maximilian Engel, wollte ich sagen, wieder da sein. Aber den haben wir jetzt schön rausgeklärt. Auf der rechten Seite Steinbach jetzt mit dem Versuch. Und da wird natürlich jetzt ein bisschen Zeit von der Uhr genommen und da wird der Einwurf gezogen. Und da muss natürlich jemand anderes von hinten kommen, um den auszuführen. Das ist vollkommen klar. Kircher, der jetzt hier. Wer will es Ihnen verdenken? Wir würden es ganz genauso machen. Und jetzt kommt der Einwurf in den Strafraum, geklärt vom Zinsberger. Mike Vetter war das mit dem Kopf. Hosiner jetzt mit dem Rückzieher. Pass, Flankenversuch nach vorne ins zentrale Mittelfeld. Aber er ist schon längst wieder beim Steinbacher Tormann, der jetzt weit nach links schlägt. Ja, und da ist unser Nummer 34. Wer ist das? Kobegovic, der wurde eingewechselt für Rossmann. Olli Marcos jetzt über die linke Seite. In der Zentrale dann zu Jopek. Der legt den Ball nochmal zurück zu Zitzelsberger. Wird angelaufen, legt weiter zu Kobegovic. Und der zurück zum Torwart. Dann wieder zu Björn Jopek. Komm, Junge. Blick nach vorne richten. Marcos. Aber Steinbach steht jetzt extrem tief, ist klar. Trotzdem sind es so 10, da müssen wir die Lücken eigentlich finden. Rafa Garcia zu Noah Vuko, der zurück zu Zitzelsberger. Und so arbeiten wir uns hier peu à peu nach vorne. Zitzelsberger zu der Flinger auf der linken Seite mit der Flanke in Richtung Hosiner. Immerhin mal ein Kopfball aufs Tor, aber zu wenig Druck dahinter. Das ist natürlich leichte Beute für den Torhüter, für Kevin Ibrahim. In der 81. Spielminute. Weiter Abschlag jetzt von ihm in Richtung Gütschlü. Der dann im dritten Versuch auch noch drankommt. Und über links seinen Mitspieler findet. Bodenkampf. Und er kommt tatsächlich mit dem Ball raus, Jonas Singer. Jetzt aber Mike Vetter, der die Faxen dicke hat. Und hinten das Ganze ausbügelt. Noah Vuko. Versucht dann Garcia zu schicken, kommt aber nicht durch. Stattdessen Steinbach wieder mit Kurzpassspiel nach vorne. Das machen sie sehr gut. Aber Endstation heißt dann Kobegovic. Und Zitzelsberger über die linke Seite. Ronny Marcos. Und er sucht da vorne Optionen. Hosina. Denn der Ball zurückspielen muss zu Kobegovic. Komm, Junge. Diagonalball, eigentlich ein schöner Versuch da auf Ronny Marcos, der auch dazwischen spritzt. Aber Steinbach kann dann doch klären. Ronny Marcos, zweiter Ball jetzt im Spiel, abgepfiffen. Und was mich freut, Dominik Wanner wird jetzt hier sein Comeback feiern. Nach langer Verletzungspause. Einer, der immer... ein absolut trickreicher, schneller Spieler ist auf den Außen. Da freue ich mich immer drauf, wenn er eingewechselt wird. Kann also gleich nochmal zeigen, was er drauf hat. Erstmal langer Einwurf jetzt von Zitzelsberger in den Strafraum. Aber rausgeschlagen von den Steinbachern. Garcia wird verfolgt. Zurück zu Maximilian Engel. Der wieder Garcia mitnimmt. Der ist nämlich hinten geblieben und kann jetzt den nächsten Angriff einleiten. Garcia. Weiter Ball nach vorne, der kommt gut in Richtung Hosina, der dann gedrückt wird. Und das ist auch ein Foul, Mann. Aber wird nicht gepfiffen. Steinbach schlägt den Ball wieder weit hinten raus. Und das ist natürlich jetzt kein schönes Spiel. Nee. Aber ich hab gelernt, wenn die Arme rausgehen und er ihn so schiebt, dann ist es eigentlich ein Foul. Aber das war jetzt ein schöner Ball auf Albrecht da rechts. Der wird mit dem Versuch eine Hereingabe, hat ihn auch hereingegeben, aber da waren zwei Steinbacher und... Aber er ist noch auf der rechten Seite noch am Ball. Jetzt gibt es Eckball. Eckball OFC von der rechten Seite. Dritter Eckball wird das sein in diesem Spiel. Und Rafa Garcia wird ihn ausführen. Mit rechts vom Tor weg. Rafa Garcia. Kurzer Pfosten. Sascha Strujic köpft ihn raus. Jopek nochmal mit dem zweiten Ball in die Mitte.
Dritter Ball wieder beim UFC. Ronny Marcos, der ihn rechts rausköpft zu Rafa Garcia. Ein Haken, dann die Flanke auf den zweiten Pfosten Richtung Hosina, aber zu hoch für ihn. Ne, da ist er doch, Hosina. Nuavoku war das, für den war er zu hoch. Und Hosina nochmal am Ball. Oh. Will dann der Flinger in Richtung Grundlinie schicken, aber Missverständnis zwischen den beiden. Und ja, jetzt gibt es den Wechsel beim UFC. Dominik Wanner wird also kommen und Derflinger geht vom Feld. Freut mich sehr für Domi Wanner, der Probleme mit dem Knie hatte für lange, lange Zeit. Viele Wochen war er raus. Hat die Woche Geburtstag gehabt. Am Donnerstag, glaube ich, war es. Und jetzt ist er. Also endlich wieder dabei. Wir freuen uns. Und auch der Gast wechselt auf. Aus Arif Gütschrü und Jonas Singer gehen vom Platz. Dafür dann Danny Breitfelder und die Nummer 30, Michael Guthörl. Also Doppelwechsel bei Steinbach, einfacher Wechsel beim UFC. Dominik Wanner, der jetzt nochmal so ein bisschen Spritzigkeit, ein bisschen Mut und Schnelligkeit ins Spiel bringen kann. Der UFC mittlerweile mit einer Doppelspitze, Hosina und Nuavoku. Dahinter dann Wanner, der jetzt hier für Derflinger reingekommen ist, kriegt jetzt aber das Signal von Kaminski, einfach vor, Junge. Mach da was, nutzt seine Freiheiten. Da haben wir ihn nochmal. Für ein paar Minütchen, also, dafür reichen die Beine. Bin mir sicher, dass er in den nächsten Spielen auch wieder ein bisschen mehr Spielzeit bekommen wird. Sitzesberger, der beim Kopfball da gezogen wird. Aber Kubegovic macht das dann gut. Nuavoku. Gut den Ball behauptet, zurückgespielt zu Kubegovic in die Verteidigung. Der findet dann Björn Jopek. Björn Jopek einmal die Drehung um sich selbst. Dann zu Kubegovic. Ball vorgelegt, nochmal nach vorne. Gut abgetropft dann zu Albrecht, der zurück zu Björn Jopek. Der zu Zitzitzberger, der hat eben einen super Diagonalball gespielt. Vielleicht kann er das ja nochmal. Immer noch Zitzitzberger. Oh. Jetzt aber der Fehlpass über die Seitenlinie ins Aus. Also, Marius, wir sehen hier was wir jetzt schon in den letzten Wochen öfters gesehen haben. Die Abstände zwischen den einzelnen Reihen bei uns sind einfach viel zu groß. Die Handbewegung von Ronny Marcos vorhin, die war bezeichnend. Mit beiden Armen fordert er da den Ball und fordert, dass noch jemand mitläuft. Also Fußball ist ein Laufsport. Und natürlich bei 0-2, kurz vor Schluss, da fällt es natürlich doppelt schwer noch. Ja, und jetzt ein schöner Ball nach vorne. Hosina nochmal mit dem zweiten Schuss. Und ja, da war die Chance doch da. Das war eigentlich in der zweiten Halbzeit die beste Möglichkeit, die wir gehabt haben. Der ist jetzt knapp vorbeigegangen. Also Fußball ist ein Laufsport und wenn wir es nicht schaffen, diese Abstände da zu schließen zwischen den Reihen, zwischen der Abwehr und dem Mittelfeld, dann wird es natürlich doppelt schwer und dann kommen mal Bälle vorne in die Spitze und dann steht Steinbach natürlich massiert da hinten drin mit 10 Mann. Spielst du so? Die einzigen, die hier jetzt wirklich noch das machen, was Kickers Offenbach ausmacht, das sind die Jungs da drüben vom Kollektiv. Die heben die Schals, die singen und die verlieren den Mut nicht. Und das ist eigentlich die positive Botschaft immer noch. Hier pfeift keiner. Gut, es gibt natürlich viele, die sind enttäuscht jetzt und enttäuscht, wie die Saison gelaufen ist und natürlich auch aktuell enttäuscht, wie das Spiel läuft. Jopek jetzt auf halb links mal mit dem Versuch. Aber da ist er wieder weg im Mittelfeld. Steinbach jetzt schnell auf die linke Seite, da geht er, hat sehr viel Platz da links. Und was macht er? Jetzt müsste eigentlich mal das Abspiel kommen. Abspiel ist nicht gekommen, wir haben geklärt. In Person von Julian Albrecht auf. Das gibt jetzt Eckball für Steinbach. Müsste die 6. Ecke sein, wenn ich richtig mitgezählt habe. Spielt aber jetzt auch keine Rolle mehr. Jawohl, Eckballverhältnis 2-6. Und auch das sagt ja einiges aus. Der OFC hat es versucht, der OFC hat gut angefangen, der OFC hat immer wieder auch Nadelstiche gesetzt, aber Nadelstiche zu setzen ist zu wenig. Und wir sehen es ganz einfach, es ist der Wurm drin und der Schiedsrichter hat jetzt den Arm gehoben, hat gepfiffen, insofern Freistoß von rechts. Garcia jetzt hätte mal Platz, na, er spielt den Ball lang, Hosina
kommt da nicht ganz ran mit dem Kopf. Steinbach jetzt zentral durch die Mitte. Was macht der Spiel zurück? Ja, das bringt Zeit natürlich. Steinbach hat Zeit. Steinbach führt 2-0. Was sollen sie anders machen? Und so, jetzt Foul an Julian Albrecht. Da hat er sich auch wehgetan, der Steinbacher Kollege. Beide stehen wieder. OFC Freistoß schon ausgeführt. Zitzelsberger jetzt zentral gespielt. Jetzt der OFC mal über die rechte Seite. Garcia mit dem Versuch eines Abspiels, aber der Ball kommt aus, naja, 6-7 Meter nicht an. Maximilian Engel jetzt von hinten raus. Ronny Marcos. 90. Minute, langer Ball nochmal in Richtung Vetter, der den Ball aus Versehen ein bisschen an die Hand kriegt, wird aber nicht abgepfiffen. Der OFC kommt nochmal mit Garcia und mit Albrecht. Wieder Garcia, der jetzt gut reingrätscht, hat sich da ein bisschen wehgetan. Weiter geht's aber erstmal in diesem Angriff über die linke Seite. Ronny Marcos zu Björn Jopek. Im Zentrum zu Mike Vetter. Abpraller landet bei Albrecht, der wieder links raus zu Ronny Marcos. Tolle Stimmung übrigens trotzdem von der Waldemar Kleintribüne. Die Fans, denen das da hier egal ist, einfach trotzdem weiter jubeln und anfeuern. Björn Jopek mit dem Pass in die Spitze in Richtung Hosiner, der aber nicht ankommt. Dann wird Stimmer vorgepfiffen. Naja. So geht das hier dahin, dieses Spiel. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Ich habe noch keine Finger gesehen des Schiedsrichters, wie hoch die Nachspielzeit oder wie lange nachgespielt wird. Gibt es nochmal einen Freistoß für TSV Steinbach-Heiger. Die lassen sich natürlich ganz, ganz viel Zeit dafür. Ist auch klar. Schauen nochmal nach vorne. Und jetzt der weite Ball in die Spitze. Ich schätze mal, 3 Minuten werden schon noch nachgespielt. Auch durch die rote Karte und den Elfmeter. Kirchhoff, der den Körper reinstellt, gibt Einwurf für Steinbach. Das Ganze in ihre eigene Hälfte. Weiter Ball jetzt. Ah, aber Zitzelsberger passt auf. Einwurf quasi an der gleichen Stelle nochmal. Postwendend zurückgeschlagen, diesen Ball von Jakob Zitzelsberger. Und dann. Ja, kommt Steinbach nochmal über die linke Seite mit Breitfelder. Gerade eingewechselt, aber gut gestört von Julian Albrecht. Ball im Aus und es gibt Einwurf für Steinbach. Strujic in die Spitze geworfen, schon auf Höhe der Grundlinie jetzt. Ja, jetzt gehen sie in Richtung Eckfahne, um Zeit rauszuholen. Aber Julian Albrecht ist da, schlägt den Ball raus. Kirchhoff nochmal direkt zurück bis ins Tor aus. Gibt also den Abstoß für den UFC. Ronny Marcos. Weiter Ball in die Spitze in Richtung Noah Vuko. Der unterläuft aber den Ball. Und Steinbach schlägt weit nach vorne in Seiten aus. Gibt natürlich den Einwurf nochmal für den UFC jetzt hier. Wir sind bereits 2 Minuten drüber über der Uhr. Einwurf geht zu Jopek, der zurück zu Zitzelsberger. Und der nimmt auf der linken Seite nochmal Ronny Marcos mit. Wanner bietet einen Lauf an in die Spitze. Der wird jetzt auch bedient, aber etwas zu weit gespielt. Gibt trotzdem den Daumen nach oben von Dominik Wanner. Und Kevin Ibrahim, ja, begräbt den Ball unter sich. Die Fans wünschen sich hier einen Abpfiff. Weiter Abschlag nochmal von Steinbach. Und jetzt pfeift der Schiedsrichter ab. 2-0 Endstand. Wir sagen danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschieden sich Tim Bossert und Marius Schnecker. Ciao.